Der Auszug des jüdischen Volkes aus Ägypten. Die berühmteste Völkerwanderung der alten Welt. Vor mehr als 3 Jahrtausenden soll sie stattgefunden haben, so erzählt es die Bibel. Und der Name des Mannes, der sein Volk aus der Knechtschaft des Pharao führte, ist bis heute unvergessen. Moses. Wer war dieser rätselhafte Held der Bibel, mit dem alles begann? War er wirklich ein Mensch aus Fleisch und Blut? Oder ist er bloß eine Fantasiegestalt aus grauer Vorzeit? Uralte Bilder auf ägyptischen Tempelwänden führen auf seine Spur. Ist das ein Porträt von Moses? War der Held der Bibel in Wirklichkeit ein ägyptischer Pharao? Die Bibel, das Buch der Bücher. Menschen haben dafür gekämpft, sie haben dafür gelitten, sind dafür gestorben. Ohne dieses Buch wäre unsere Welt eine ganz andere. Moses, David, Jesus, sie sind Männer der Bibel, deren Namen jeder kennt. Aber wer waren die Helden dieses Buches eigentlich? Haben sie überhaupt gelebt? Was sind das für Geschichten, die die Bibel erzählt? Die Bibel. Seit langem steht sie schon auf dem Prüfstand der Forschung. Jeder ihrer Sätze wurde zerpflückt, jeder Schauplatz archäologisch untersucht. Hat die Bibel recht? Hat die moderne Naturwissenschaft sie widerlegt? Was bleibt vom Buch der Bücher in unserer Zeit? Die Unendlichkeit des Weltraums. Ein ewiges Rätsel für uns Menschen. Vor 15 Milliarden Jahren, so berechnen Wissenschaftler heute, soll sich der Urknall ereignet haben. Die Ursache unserer kosmischen Existenz. Die fernsten Galaxien, die wir heute kennen, sind unvorstellbare 13 Milliarden Lichtjahre von unserem blauen Planeten entfernt. Was ist die letzte Ursache für all das, was ist? Die moderne Naturwissenschaft ist dem Geheimnis der Schöpfung auf der Spur. Längst wissen wir, dass unsere Erde nicht im Mittelpunkt des Weltalls steht. Aber die Fragen und Antworten aus biblischer Zeit sind dennoch nicht überholt. Die Frage, welche Macht hinter dem Geheimnis des Lebens waltet, kann auch die modernste Naturwissenschaft nicht endgültig lösen. Die Naturwissenschaft denkt kausal, die will das alles erklären, wie das eine aus dem anderen gekommen ist. Das ist eine großartige Leistung. Das widerspricht der Bibel in keiner Weise, denn die Bibel will gerade das nicht erklären. Die Bibel will das Gottesverhältnis deutlich machen. Das Verhältnis des Menschen zu Gott, das ist es, worüber die Bibel erzählt, in ihrer Sprache. Geschrieben in hebräischer Schrift, sind die ersten biblischen Zeugnisse auf solchen Schriftrollen überliefert. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, wird da erzählt. Und Gott trennte die Erde von Wasser. Und er schied das Licht von der Finsternis. Und am vierten Tag schuf er das Leben. Die Wissenschaft weiß heute längst, dass die Entstehung des Lebens aus dem Wasser ein Prozess war, der in Wirklichkeit über Jahrmillionen ablief. Aber hat deswegen die Bibel Unrecht? In ihren Texten werden die großen Fragen zu faszinierenden Geschichten. Die ewigen Rätsel des Lebens werden so für die Menschen begreifbar. Die Bibel findet Worte für das Unerklärliche. Sie verwandelt ewige Geheimnisse in menschliche Sprache.
Und schon lange bevor sie niedergeschrieben wurden, erzählten sich Menschen diese Geschichten. Sie trösteten sich mit ihnen. Sie fanden Halt und Rat darin. Von Anfang an richtete sich ihr Blick zum Himmel. Und die Menschen gaben ihren Göttern Gesichter, so verschieden, wie es deren Aufgaben und Verheißungen waren. Fruchtbarkeit, günstiges Klima, reiche Ernte. Von Assyrien bis Ägypten gab es viele Götter. So viele, wie es Sehnsüchte unter den Menschen gibt. Heute sieht man es so, dass am Anfang eine Religion steht, die viele Gottheiten, Götter und Göttinnen verehrt und erst über einen Transformations- und Selektionsprozess einige wenige Götter besonders hervorgehoben werden und daraus schließlich die Konzentration auf eine einzige Gottesgestalt entsteht. Der eine Gott, er ist die Erfindung des Volkes, das aus der Wüste kommt, vor über 3000 Jahren. Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte beten Menschen nicht viele Götter an, sondern nur einen. Jahwe nennen sie ihn, der ewig Seiende. Und das Alte Testament erzählt davon, wie dieser allmächtige Gott an den Menschen handelt. Gott, der Schöpfer. Er teilt das Licht von der Finsternis. So hat ihn der große Künstler Michelangelo vor 500 Jahren gemalt. Ein kraftvoller Mann mit wallendem Bart, gebieterisch und streng. Abstrakt und unsichtbar ist der biblische Gott. Etwas Unerhörtes in der damaligen Welt. Normalerweise bevölkern heilige Stiere und Löwen die Tempel des alten Orients oder fantastische Wesen, halb Mensch, halb Tier. Der Gott der Bibel aber ist unsichtbar. Woher kommt diese Gottesvorstellung? Aus einer unwirklichen Gegend, abseits der großen Zivilisationen der alten Welt. Hier, in der schroffen Bergwüste des Orients, beginnt die Geschichte von Gott und seinem auserwählten Volk. Es ist diese karge Landschaft, in der der Glaube an den einen Gott entsteht, in der sich Gott seinem Knecht Moses offenbart, wie die Bibel erzählt. Moses, er ist der erste Gesprächspartner Gottes. Er nähert sich ihm auf Rufweite. Aber auch ihm zeigt sich Gott nicht in seiner Gestalt, sondern bleibt verborgen hinter den heißen Flammen eines brennenden Dornbuschs. Es ist Gottes Stimme, die Moses die Zukunft seines Volkes offenbart. Ich werde die Kinder Israels führen in ein Land, darinnen Milch und Honig fließen. Doch bis dahin ist es ein weiter Weg. Die Bibel erzählt in allen Details, unter welcher Mühsal das Volk des Moses das gelobte Land erreicht. Wie ein spannender Roman, der hier in Ägypten unter den Palmen des Nil seinen legendenhaften Anfang hat. Wie kaum eine andere Erzählung der Bibel hat die Geschichte von der wundersamen Kindheit des Moses die Menschen aller Zeiten fasziniert. Bis heute. Moses, er ist ein Kind der ausländischen Unterschicht im Lande, ein Hebräerkind, für alteingesessene Ägypter unerwünscht. Am Nil in einem Körbchen ausgesetzt, wird er ausgerechnet von der Tochter des Pharao entdeckt. Und da sie das Körbchen im Schilf sah, ließ sie es holen. So berichtet die Bibel von dieser schicksalhaften Entdeckung. Moses wird der Sohn der Pharaonentochter. Die Bibel erklärt den ungewöhnlichen Namen. Und sie nannte das Kind Moses, was so viel heißt wie »Ich habe es aus dem Wasser gezogen«. Alles bloß Legende? Fünfmal gibt der Bibeltext den Hinweis auf die Pharaonentochter. Ihren Namen aber verrät die Bibel nicht. Historisch gesehen könnte Hatschepsut gemeint sein, die Tochter des mächtigen Pharao Thutmosis, deren 3,5 Jahrtausende alter Tempel bei Theben bis heute die Erinnerung an sie bewahrt.
War Moses, der Adoptivsohn dieser berühmtesten ägyptischen Pharaonin, zu unglaublich, um wahr zu sein? Moses, ein Leben wie ein Roman, ein Findelkind, ausgesetzt auf dem Nil, das am Hof des mächtigsten Herrschers seiner Zeit aufwächst. Am Ende wird er zum Rebellen und Freiheitskämpfer. Moses, der Mann, der sein Volk aus der Knechtschaft führt und einen Bund mit Gott schließt. Die ersten 5 Bücher der Bibel hat man nach ihm benannt. Die 5 Bücher Mose. Ja, er soll sogar ihr Autor sein. Aber hat dieser Held der Bibel überhaupt gelebt? Bis heute suchen Archäologen nach seinen Spuren. Wer war dieser rätselhafte Moses? Die Spur führt in die Grabkammern ägyptischer Würdenträger. In Sichtweite des Nil steht seit über 3 Jahrtausenden das Grab des Chnumhotep. Einst war er der erste Beamte im Pharaonenstaat. Das Besondere seines Grabes? An den Wänden sind Abbildungen von Menschen auszumachen, die in Kleidung und Gestalt so ganz anders aussehen, als wir es von alten Ägyptern kennen. Diese Menschen tragen gemusterte Gewänder, besondere Frisuren und Bärte. Wie Fremde wirken sie neben den Ägyptern. Und sie sind es. Über ihnen ein mächtiger Ägypter, der offenbar den Ton angibt. Die Ausländer, denen er befiehlt, sind seine billigen Arbeitskräfte. Es sind Nomaden, die mit ihren hungrigen Schafherden nach Weideplätzen suchen und so in das ägyptische Staatsgebiet gelangen. Von den Ägyptern werden diese Menschen zu harter Fronarbeit herangezogen. Die Wissenschaftler glauben heute, dass diese nomadisierenden Stämme im Pharaonenreich das Volk des Moses gebildet haben könnten, von dem die Bibel erzählt. Und der Beweis dafür findet sich hier, an den Felswänden auf der Sinai-Halbinsel. Es sind Vorformen hebräischer Schriftzeichen, völlig verschieden von den Hieroglyphen der Ägypter. Dokumente einer ganz anderen, eigenständigen Kultur, die sich über 3 Jahrtausende im Fels erhalten haben. Einer Kultur, die unter der Knute der alten ägyptischen Macht stand und doch ihre Identität bewahrte. Die haben angefangen, so im 17. Jahrhundert vor Christus, im Delta zu siedeln, haben da Städte gebaut, eine beachtliche Kultur, die deutlich aus Palästina kommt, entwickelt. Das ist ja schon ein historisches Ereignis von einer enormen Größenordnung. So etwas vergisst man auch nicht. Die Erinnerung daran hat die Bibel festgehalten. Im Schatten der Pyramiden schuftet das Volk der Hebräer. Die Herstellung von Baumaterial verlangt Heere von Arbeitern. Der perfekt durchorganisierte Beamtenstaat regiert mit Zuckerbrot und Peitsche. Einerseits ermöglicht er den fremden Siedlern das Überleben. Andererseits lässt er sie mit harter Hand spüren, wer Herr im ägyptischen Reich ist. Die systematische Unterdrückung schürt Widerstand. Und ein kleiner Zwischenfall reicht aus, um das Feuer an die Lunte zu legen. Die Bibel berichtet in knappen Worten. Als Moses groß geworden war, sah er einen Ägypter, der einen seiner Volksgenossen schlug. Und Moses entbrannte vor Zorn und erschlug den Ägypter und vergrub ihn im Sand. Moses, der Rebell, der Anführer gegen die staatliche Ordnung, der Widerstandskämpfer, muss fliehen. Hier, im Nordwesten der Halbinsel Sinai, rund 400 Kilometer von Ägypten entfernt, erreicht er sicheren Boden. Das biblische Land Midian. Eine Geschichte mit vorläufigem Happy End. Moses nimmt ein einheimisches Mädchen zur Frau und lebt mit ihr im Lande Kusch. Alles Legende oder geschichtliche Wirklichkeit? Es gibt einen Pharao in der Zeit nach Ramses II. Und es gibt Parallelen zwischen der Biografie dieses Mannes und der Biografie von Moses
Und zwar nicht nur so wie in der Bibel beschrieben, sondern auch in den jüdischen Legenden. Sodass es also möglich ist, dass die Biografie dieses Ägypters das Vorbild ist für den biblischen Moses. Amun-Masesa, so heißt der rebellische Pharao, von dem dieser Rest einer Statue erhalten ist. Masesa, Moses. Die Namen scheinen verwandt zu sein. Hat die Bibel die uralte Erinnerung an den aufständischen Pharao in der Geschichte von Moses weiterverarbeitet? Die Parallelen zwischen Masesa und Moses sind verblüffend. Beide haben sich 10 Jahre lang im Lande Kusch aufgehalten. Beide haben eine kuschitische Frau geheiratet. Und beide kehren nach Ägypten zurück, um den Pharao zu bekämpfen. Wenn Masesa und Moses ein und dieselbe Person sind, dann ist diese verwitterte Inschrift Masesas ein handfester Beweis für die Geschichte der Bibel. Und der Tempel von Amada am Ufer des Nassersees in Oberägypten würde eine wirkliche Sensation bergen. Das verwitterte Relief, das den rebellischen Pharao zeigt, wäre dann als ein Porträt von Moses anzusehen. Das Bild von der Tempelwand der Pharaonen. Es ist das einzige archäologische Indiz für die Existenz von Moses. So glauben jedenfalls einige Wissenschaftler. Ein von Wind und Wüstensand abgeschliffenes Relief, über 3000 Jahre alt. Moderne Technik kann die uralte Steinmetzarbeit rekonstruieren. So könnte Moses in Wirklichkeit ausgesehen haben. Wie ein ägyptischer Pharao. Wenn diese Theorie stimmt, dann ist dies das einzige Porträt des Mannes, auf den sich noch heute 3 Milliarden Menschen berufen. Juden, Christen und Moslems. Die Pharaonen haben alles getan, um die Erinnerung an den Rebellen auszulöschen. Doch die Bibel hat die Erinnerung bewahrt und umgedichtet. Aus dem Ägypter wurde der Israelit. Aus dem Aufrührer gegen den Pharao wurde der Freiheitskämpfer. Und Gott, so erzählt es die Bibel, hilft ihm dabei. Die göttliche Hilfe für Moses ist spektakulär. 10 Plagen sollen das ägyptische Staatswesen zermürben. Frösche verheeren das Land und dringen selbst in den Palast des Pharao ein. Das Wasser des Nil verwandelt sich in stinkendes Blut. Heuschrecken vernichten die Ernte. Trockenheit und Rinderpest zerrütten die Ökonomie des reichen Landes. Über das einstmals blühende Reich legt sich Dunkelheit. Die Strafe Jahwes, des Gottes, der radikal für Moses Partei ergreift. Jahwe trägt im Alten Testament die Züge eines orientalischen Despoten. Mit allen dazugehörigen Einzelheiten. Der gerät in Zorn, der tut was für sein Volk, der übt Rache. Er hat eine Hand, nicht wahr? Er hat seine himmlischen Heerscharen, die als militärisches Gefolge gedacht sind. Er hat seine Erzengel, die als seine Ratgeber um seinen Thron herum stehen. Das heißt, diese ganze Welt des orientalischen Gottkönigtums wird transportiert und gespiegelt in die Religion, in die religiöse Sphäre. Aber ist das alles bloß religiöse Fantasie? Sind die Plagen, die das alte Ägypten angeblich heimsuchen, reine Erfindung? Einige Forscher meinen, Indizien dafür gefunden zu haben, dass tatsächlich eine Katastrophe biblischen Ausmaßes das Pharaonenreich erschütterte. Eine Katastrophe, die von hier aus ihren Anfang nahm, von der Vulkaninsel Santorin. Tausende Kilometer nördlich von der Feuerinsel Santorin entfernt und doch mit deren Schicksal verbunden, Grönland, die Insel aus Fels und Eis. Hier sind Forscher des Alfred-Wegener-Instituts dabei, das Tagebuch unseres Planeten zu entziffern.
Der eisige Weg führt sie über viele Kilometer dorthin, wo sich über Jahrtausende die atmosphärischen Niederschläge zu einem dicken Eispanzer verdichtet haben. 3000 Meter dick ist an dieser Stelle das Eis und nur mit einem speziellen Bohrmeißel zu durchdringen. Was gemeinsam mit den Eisproben aus der Tiefe gefördert wird, ist kostbares Wissen. Diese Eisstäbe sind sozusagen das Gedächtnis unseres Planeten. Ein Archiv all jener Bestandteile der Erdatmosphäre, die mit den Niederschlägen in Jahrtausenden zu Boden gingen. Wie aus den Jahresringen eines Baumes trockene oder feuchte Sommer abzulesen sind, so verrät das Eis alles über die atmosphärischen Verhältnisse lang vergangener Zeiten. Was das zweite Jahrtausend vor Christi Geburt betrifft, die vermutliche Zeit des Moses, so können Forscher auf ein Ereignis schließen, das seinerzeit zu einer dramatischen Umwälzung der klimatischen Verhältnisse beigetragen haben muss. Diese Kristalle verraten, dass exakt im Jahre 1645 vor Christus eine gewaltige Explosion den Himmel über dem Mittelmeer verdüstert haben muss. Es war die Katastrophe von Santorin. Die Explosion einer ganzen Insel. Die gesamte Mittelmeerwelt muss damals heftig erschüttert worden sein. Aber Millionen Tonnen von Staub und giftige Gase wurden in die Atmosphäre geschleudert. Diese ägyptische Finsternis ist sehr, sehr eindeutig erklärbar oder vorstellbar durch den Aschenfall von Santorin. Das hat eine direkte Auswirkung dahingehend, dass wir möglicherweise über Tage Dunkelheit, Dämmerung, ganz seltsame Sonnenuntergang-Effekte, feuerrote Sonnenuntergänge haben. Detonationen sind wiederum Vergleiche mit jüngeren Ausbrüchen über tausende Kilometer zu hören und müssen die Menschen in Schrecken versetzt haben, da sie sich dieses Phänomen nicht erklären können. Die Naturkatastrophe von Santorin. Sie könnte der Grund dafür gewesen sein, warum Moses die Machtprobe mit dem ägyptischen Herrscher siegreich bestand. Die Bibel erzählt, dass unter dem Druck der Plagen der Pharao seinen Widerstand endlich aufgibt. Alles, was Moses ihm an schrecklichen Visionen prophezeit hatte, war eingetreten. Widerwillig zieht der Pharao die erlösende Konsequenz. Moses und sein Volk sind frei. Sie sollen gehen, wohin ihr Gott sie auch immer führen mag. Die Tür zu Gottes verheißenem Land ist aufgestoßen. Die Bibel berichtet, Moses ließ seine Leute zählen. 603.550 wehrfähige Männer, und dann noch Frauen, Kinder und die Tiere, Ziegen, Esel, Kamele, ein viele Kilometer langer Tross. So muss man sich den Auszug aus Ägypten vorstellen. Aber welchen Weg haben diese vielen Menschen genommen? Bis heute rätseln Forscher, wie das Volk des Moses aus Ägypten floh. Drei Möglichkeiten stehen zur Diskussion. Drei Möglichkeiten, die alle denkbar wären. Das Mittelmeer und sein östlicher Rand. Genau hier beginnt die Völkerwanderung, die Geschichte gemacht hat. Wahrscheinlich ausgehend von der Residenzstadt Pithom könnte Moses die alte Königsstraße eingeschlagen haben. Das wäre der einfachste Weg gewesen, aber auch für mögliche Verfolger. Die andere Möglichkeit? Zu Fuß am oberen Roten Meer durch den seichten Schilfgürtel und dann zunächst nach Süden, um die Bergkette im westlichen Sinai zu umgehen. Oder, etwas südlicher, die dritte Möglichkeit. Mitten durch das Rote Meer hindurch, wo etwa 40 Kilometer Wasserfläche zu überwinden sind. Das wäre zweifellos der schwierigste Weg gewesen, denn das Rote Meer ist dort 300 Meter tief. Die Landschaft am Roten Meer.
Auch drei Jahrtausende nach Moses hat sich hier nicht viel verändert. Schroff und steil fällt das zerklüftete Ufer ins Meer. Wir machen uns auf, um ein realistisches Bild von der Beschaffenheit der Landschaft unter Wasser zu gewinnen. Für sein reiches maritimes Leben ist das Rote Meer bekannt. Ausgedehnte Korallenriffe und vielfältigste Fischarten sind hier zu finden. Ein Paradies für Taucher, aber auch für Fußgänger. Selbst wenn sich die Wassermassen auf göttlichen Befehl zurückgezogen hätten, wie hätten aber Tausende von Menschen und Tieren die steilen Klippen überwinden können? Da ist es schon wahrscheinlicher, dass der Tross den Weg durch das seichte Schilfmeer, gute 200 Kilometer nördlich, nahm. Diese Seefläche hätten selbst Kinder gefahrlos durchwaten können. Dass aber der nachfolgende Pharao mitsamt seiner Elitetruppe hier vom Meer verschlungen ward, wie die Bibel behauptet, ist kaum vorstellbar. Bleibt die dritte Möglichkeit, der Weg entlang des Mittelmeerufers, der alte Königsweg, die wahrscheinlichste Option. Vieles spricht für diese Variante. Vor allem die Tatsache, dass auch Frauen, Kinder und Greise diesen ausgebauten Handelsweg bewältigen konnten. Das Meer, an dem laut Bibel Moses und sein Volk schließlich lagerten, wäre in diesem Falle aber nicht das Rote Meer gewesen, sondern das Mittelmeer. Für diese Theorie spricht noch ein weiteres Argument. Die Truppen des rachsüchtigen Pharao jagen den Abtrünnigen nach. Und nur auf gut befahrbaren Wegen kann so ein Rollkommando erfolgreich sein. Moses weiß, dass er einem Militärschlag nichts entgegenzusetzen hat. Aber mit göttlicher Hilfe weist er den rettenden Weg. Mitten ins Meer hinein, mitten in die Fluten, die sich durch einen starken Ostwind wie Mauern zur Rechten und zur Linken seines Volkes auftürmten. Alles Legende oder erklärbares Naturphänomen? Das Meer zieht sich zurück und kommt wieder. Dieses erinnert uns als Geologen ganz stark an die Phänomene, die wir bei seismischen Flutwellen, die Tsunamis genannt werden. Tsunami ist japanisch und heißt die große Welle im Hafen. Das sind Flutwellen, die 10 Meter hoch ankommen als Folge von großen Erdbeben. Aber auf jeden Fall sind die Auswirkungen des Santorin-Ausbruchs so stark fühlbar gewesen in Ägypten, im östlichen Mittelmeerraum, dass die Phänomene in der Vorstellungswelt der Bewohner dort noch präsent waren. Der Vulkanausbruch von Santorin, er könnte nicht nur die Ursache für die 10 Plagen gewesen sein, sondern auch für die Flutwelle, die irgendwann die östliche Seite des Mittelmeers erreichte. Der Ablauf der Naturkatastrophe wäre so, wie es die Bibel sagt. Zunächst zieht sich das Wasser zurück, um dann in einer gigantischen Welle über Rosse, Reiter und Wagen des Pharao zu stürzen. Natürlich muss man nachdenken, ob das die Zeit ausreicht, dass erst die Kinder Israels durchgezogen sind und dann Soldaten des Pharao nachziehen konnten und ob dieses alles stimmt. Aber die Vorstellung dieses Phänomens könnte sich eingeprägt haben. Oder war alles ganz anders? Einige Wissenschaftler glauben, dass die Erklärung viel einfacher ist. Sonne und Hitze über der Wüste könnten ein Trugbild erzeugt haben. Eine Fata Morgana, die etwas vorgaukelt, was nur aus Spiegelung und heißer Luft besteht. Die Bibel ist das Buch, das in dieser Welt geschrieben wurde, im Orient, wo sich nicht nur in den Geschichten aus Tausend und einer Nacht Wirklichkeit und Fantasie vermischen. Das ertrinkende Heer des Pharao, es könnte eine tiefe Wunschvorstellung gewesen sein, die im Flimmern der Ferne wirklich Gestalt annahm. Die folgenden Jahrhunderte haben den Auszug aus Ägypten zum Mythos verklärt. Wie viele Gedanken, Vorstellungen und Träume haben sich im Laufe der Jahrtausende mit diesem Ereignis verknüpft. Es ist eine Geschichte, deren Wirkung so gewaltig ist, dass mit ihr bis heute Politik gemacht wird.
Es ist wohl keine Frage, dass für das Volk Israel die Befreiung aus Ägypten, der Exodus, das entscheidende Ereignis ist, bis auf den heutigen Tag. Das kommt auch im ganzen Gebetsleben der Juden ständig vor. Es ist eben ein Gott, der nicht ein Willkürgott ist, einer, der beherrschen will, ein Sklavenhalter, sondern es ist ein Gott, der eine Befreiung gibt. Diese Befreiung aber führt in eine völlig ungewisse Zukunft. Und das Land, das sie durchwandern, ist alles andere als verheißungsvoll. Die Sinai-Halbinsel. Es ist dieselbe karge Steinwüste, die einst die Vorfahren des Moses mit ihren halb verhungerten Schafherden durchzogen hatten. Allein der unerschütterliche Gottglaube wird Moses die Kraft gegeben haben, sein Volk hierher zurückzuführen, an diesen Ort des Anfangs. Und es ist kein Zufall, dass gerade in dieser Einöde, auf dem Berg Sinai, Gott seinem auserwählten Volk das größte Geschenk macht. Genau hier soll es gewesen sein, da Gott dem Moses die 10 Gebote übergab, in Stein gemeißelte Vorschriften, die das Zusammenleben im Volke Israel genau regeln. Die 10 Gebote, sie sind zum Kernstück des Alten Testaments geworden, denn sie sind das, was Gott ganz ausdrücklich will, eine Botschaft, die er mit seinem Finger geschrieben hat. Das Spezifikum der hebräischen Bibel ist, dass diese Gebote, die ja Teile eines allgemeinen Menschheitsethos sind, dass die unter die Autorität des einen Gottes gestellt werden. Ich bin der Gott, der dich auch aus Ägypten herausgeführt hat. Du sollst nicht morden, stehlen und so weiter. Gott fordert. 10-mal sagt er, du sollst. Der Gott des Moses verlangt viel. Offenbar zu viel für manche Hebräer. Während Moses mit Gott spricht, rebelliert in seiner Abwesenheit das Volk. Man solle ihm allen Schmuck aushändigen, befiehlt einer der Ältesten mit Namen Aaron. Und er machte daraus ein gegossen Kalb, schreibt die Bibel. Und sie opferten dem Kalb und sie beteten es an. Um das goldene Kalb herum wird ein ekstatischer, orgiastischer Kult aufgeführt. Man tanzt und macht Musik und singt. Ein schlimmer Frevel, den die Bibel schaurig ausmalt. Das Volk fällt von dem einen Gott ab und sucht sich Götzen, archaische Kultfiguren, die den Rückfall in eine alte, längst überwunden geglaubte Naturreligion markieren. Moses, zurückgekehrt, reagiert mit aller Brutalität. 3000 Mann seines Volkes, so erzählt die Bibel, lässt er noch in derselben Nacht erschlagen. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, lautet das erste Gebot. Gott sagt ganz klar, wie man sich ihm gegenüber zu verhalten hat. Er ist der Einzige. Die Bibel kämpft mit jedem Satz gegen die Vielgötterei. In der Welt des alten Orients ist eine solche Religion revolutionär, aber nicht ganz neu. Schon einmal gab es den Versuch, alle Götter abzuschaffen, bis auf einen einzigen. Ruinen im ägyptischen Amarna. Das ist alles, was von der prachtvollen Residenz des Pharao Echnaton blieb, die er hier vor fast 3,5 Jahrtausenden errichten ließ. Echnaton. Er war der Erfinder einer neuen Religion. Im 14. Jahrhundert vor Christus revolutionierte er die ägyptische Kultur, indem er seine Untertanen zwang, nur noch einem Gott zu huldigen, der Sonne. Die Einführung dieses Ein-Gott-Glaubens hatte radikale Folgen. Echnaton schloss alle Tempel, entließ alle Priesterschaften, also schon eine Maßnahme von einer ungeheuren Radikalität und führte eine neue Religion ein, eine Religion der Sonne. Es gab eben nur noch den Sonnengott. Die anderen Götter, die wurden einfach als inexistent abgeschafft. Echnaton entwickelte ein Religionskonzept, das für die kommenden Jahrtausende wegweisend sein sollte. Der Ein-Gott-Glaube, der Monotheismus, der sich später in vielen Hochkulturen durchsetzte. Doch für die Gesellschaft des alten Orients kommt dieser neue Glaube viel zu früh.
Gleich nach dem Tod des Echnaton werden die Uhren des Fortschritts wieder zurückgestellt. Die neuen Tempel werden gestürmt, der Name des Echnaton und seines Gottes ausgetilgt. Die alten Götter kehren zurück. Echnaton hatte nicht vermocht, was Jahrhunderte später Moses gelang: die Durchsetzung des Ein-Gott-Glaubens, des Monotheismus. Kein geringerer als der berühmte Forscher und Psychoanalytiker Sigmund Freud sah im Pharao Echnaton mehr als den bloßen Vorläufer Moses. In seinem Buch über den Mann Moses vertrat Freud die These, dass es Echnatons Vision war, die Moses zum Monotheismus inspirierte. Vielleicht, so meinte Freud, sei Moses gar ein Priester Echnatons gewesen. Echnaton ist für Freud die Wurzel des jüdischen Monotheismus, also ein ägyptischer König, und Moses als Ägypter begründen damit die jüdische Religion. Das ist auf dem Hintergrund der psychoanalytischen Kulturtheorie zu verstehen, heute aber historisch eigentlich so nicht mehr haltbar. Der Glaube des Moses und seines Volkes, er ist nicht bloße Fortsetzung des Monotheismus, wie ihn Pharao Echnaton einzuführen versuchte. Der Glaube dieses Volkes an den einen Gott, er ist einzigartig, ohne Beispiel. Und sichtbarster Ausdruck der kulturellen Selbstständigkeit ist dieser Schrein, die Bundeslade. In ihr lagern die Gebotstafeln, die Gott persönlich dem Moses gab. Das Allerheiligste, transportabel und aufgestellt in einem Tempel, der aus Stangen und Tüchern errichtet wird. Ein Zeltheiligtum, angepasst an die Bedürfnisse eines Volkes auf Wanderschaft. Verborgen hinter dem Vorhang aus Purpur steht die Bundeslade, die Verkörperung des unsichtbaren Gottes. Eigentlich ist die Lade ein rätselhaftes Symbol, ein Symbol für die Präsenz Gottes. Das wird also aufgeladen, nicht durch viel Gold und durch viel heilige Zeremonien, sondern durch die Vorstellungskraft der Menschen, die an den Gott glauben, der mit dieser Lade verbunden ist. Mit Modellbauern und Wissenschaftlern versuchen wir eine detailgetreue Rekonstruktion der Bundeslade. Aus Akazienholz soll sie gewesen sein, innen und außen überzogen mit reinstem Gold. Ganz exakt beschreibt die Bibel Maße und Aussehen des Heiligtums. Und sie warnt: jeder Frevler, der die Truhe berührt, solle auf der Stelle tot umfallen. Einen Mann namens Ussa trifft dieser Fluch. Ich denke, der Ussa muss sterben, damit alle Welt merkt und alle Leserinnen und Leser merken, diese Lade ist keine Holzkiste, das ist die Präsenz Gottes. Und wenn man diesem Gott zu nahe tritt, dann kann er sehr ungnädig reagieren. Viel ist über die magischen Kräfte der Lade spekuliert worden. Gibt es eine wissenschaftliche Erklärung dafür? In einem Labor wollen wir dem Phänomen auf den Grund gehen. Erstaunlich, schon das Reiben mit einem Wolltuch auf der Goldoberfläche lässt die elektrische Spannung steigen. Einen ähnlichen Effekt könnten die Tücher, unter denen die Bundeslade beim Transport verborgen war, erzeugt haben. Ein zweiter Versuch. Wir verbinden unser Modell mit einem elektrischen Generator und laden es auf. Wie ein Kondensator nimmt der Metallüberzug die Spannung auf und entlädt sich bei Berührung. Die Bundeslade, ein Kultobjekt, das technische Rätsel aufgibt und zugleich religiöses Zentrum des mosaischen Glaubens ist. Moses hat diese beiden Aufgaben. Er schafft das Volk und er führt den Monotheismus ein. Und das Volk ist eigentlich nur dazu da, Träger dieses monotheistischen Gedankens zu sein. Also die Existenzberechtigung des Volkes Israel, so wie die Bibel es sieht, ist die, das Gottesvolk zu sein, das diesen Monotheismus ergreift und lebt. 40 Jahre lang durchzieht das Volk Jahwes die Wüste. Vorbei an den Gräbern der Vorfahren, die davon künden, dass schon in der Steinzeit Menschen hier lebten. Sie hatten hier ihre Heimat gefunden. Aber Moses weiß,
Erst hinter dem Berg Nebo beginnt das Land, das Gott ihm verheißen hatte. 40 Jahre Wanderschaft, 40 Jahre Entbehrung. Moses ahnt, dass er selbst das gelobte Land niemals betreten wird. Seine Mission ist erfüllt, seine Zeit ist abgelaufen. Er hat ein Alter von 120 Jahren erreicht, als er mit seinem Volk am Jordan steht. In Sichtweite der göttlichen Verheißung. 120 Jahre. Und seine Augen waren dennoch nicht schwach geworden und seine Kraft war nicht verfallen. So schließt die Bibel ihre Erzählung. Moses war es nicht vergönnt, das von Gott verheißene Land zu betreten. Er starb in der Fremde. Für ihn blieb das gelobte Land ein unerfüllter Traum, nicht aber für sein Volk. Der Exodus der Israeliten aus Ägypten ist für die Juden schicksalshaft geworden, zum Symbol der Befreiung bis in unsere Zeit. Im Jahre 1947 ist Exodus der Name eines Schiffes, mit dem jüdische Flüchtlinge nach Palästina aufbrachen. Nach dem Gräuel der nationalsozialistischen Vernichtung wollen sie hier ihre Heimat finden. Aber erst nach einer langen Odyssee können sie das Land ihrer Hoffnung betreten. Und wie vor über 3000 Jahren ist die Ankunft im gelobten Land alles andere als ein Triumphzug. Es sind erschöpfte Menschen, die in den Häfen Palästinas ankommen. Menschen, die nur das nackte Leben gerettet haben und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Aber wie in biblischen Zeiten wurde auch dieser Exodus der Anfang eines blutigen Konflikts. Die Hoffnung auf ein Land des Friedens hat sich bis heute nicht erfüllt. Das Volk der Bibel. Es träumte von einem Land des Friedens, von einem Paradies auf Erden. Aber das gelobte Land, es war alles andere als ein Garten Eden. Die Bibel erzählt eine Geschichte von Krieg und Gewalt, ein Drama voller Blut und Tränen. Doch hinter den Katastrophen lebt ein großer Traum. Der Traum von der Rückkehr ins Paradies, wo alles begann. Es hätte so schön sein können im Paradies, im Garten Eden. Die Bibel erzählt in den ersten Kapiteln davon. Es ist ein großer Menschheitstraum. Keine Kriege. Genug zu essen, Tier und Mensch vertragen sich. Adam und Eva lebten dort. Die Bibel verrät uns genau, wie es war. Und sie waren nackt, beide.
Der Mensch und sein Weib, heißt es da. Und sie schämten sich nicht. Aber dann kam das Verhängnis. Adam und Eva bissen in den Apfel vom Baum der Erkenntnis. Und damit war es dann aus mit den paradiesischen Zuständen. Dass es übrigens ein Apfel war, mit dem das Böse in die Welt kam, hat einen besonderen Grund. Apfel heißt nämlich auf Lateinisch malum. Und das Böse heißt malum. Malum, das Böse, malum, der Apfel. Adam und Eva, mit ihnen kam das Böse in die Welt. Will uns das die Bibel sagen? Oder steckt etwas anderes hinter der Geschichte mit der verbotenen Frucht? Gott erschuf den Menschen nach seinem Ebenbild. Als Mann und Frau erschuf er sie. So erzählt es die Bibel. Wie Kinder sind diese ersten Menschen im Garten Eden. Denn in ihrer Welt gibt es weder Schuld noch Verantwortung. Das Unglück schleicht sich hinterhältig in die Idylle ein. Eine Schlange, heißt es, verführt die Menschen dazu, etwas Verbotenes zu tun. Den Apfel vom Baum der Erkenntnis zu essen. Er verleiht die Gabe, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Ein Gleichnis, mit dem die Bibel erklärt, warum der Mensch die Freiheit besitzt, Gutes oder Böses zu tun. Aber man kann den Text der Bibel auch ganz anders lesen, als die Umarbeitung eines uralten heidnischen Mythos. Er handelt nicht vom Ursprung des Bösen, sondern von der Entdeckung des Sex. Ursprünglich war die Sexualität und das Geheimnis der Fortpflanzung den Menschen unbekannt, aber es wurde ihnen von einer Gottheit, einem Schlangengott, verraten. Die anderen Götter, es handelt sich um eine alte polytheistische Geschichte, haben dann diesen Schlangengott ebenso bestraft wie die Menschen, denen man aber das Geheimnis der Fortpflanzung nicht mehr entreißen konnte. Das verlorene Paradies, Symbol für den Verlust der kindlichen Unschuld. Der Mensch ist erwachsen geworden und von jetzt an verantwortlich für das, was er tut. Und schon die Söhne der ersten Menschen, so erzählt die Bibel, geraten in Streit. Kain, der Bauer, erschlägt seinen Bruder Abel, den Hirten. Eine Legende, die zurückführt an den Anfang der Zivilisation. Schon vor Jahrtausenden zogen Nomaden mit ihren Tieren durch die endlosen Weiten des Orients. Ein Alltag unter freiem Himmel. Diese Menschen besitzen nicht viel mehr, als sie am Leib tragen. Die nomadische Lebensweise, die älteste Kulturform der menschlichen Rasse. Sie setzt eine Welt ohne Grenzen voraus, ohne Besitzansprüche. Ein Land, das allen gehört. Doch dann verändert sich die Welt radikal. Vor etwa 10.000 Jahren beschließen Menschen, am selben Ort zu bleiben, Häuser zu bauen und Ackerbau zu treiben. Sie betrachten das Land als ihren Besitz. Dadurch geraten sie in Streit mit den umherziehenden Nomaden. In der Erzählung von Kain und Abel erinnert die Bibel an diesen Clash der Kulturen. Und sie liefert eine Erklärung dafür, warum unsere Welt so friedlos ist und Brüder zu Feinden werden. Seit dem Sündenfall im Paradies haben sich die Menschen von Gott entfernt. Das ist der Grund für alles Schlechte in der Welt. Kain und Abel ist sozusagen die Vertiefung und die Verschärfung dieser Geschichte, weil der Sündenfall selbst betrifft eigentlich das Verhältnis zu Gott. Und Kain und Abel betrifft nun das Verhältnis der Menschen zueinander und zeigt sich eben darin, dass der Mensch offensichtlich gewalttätig, neidisch, eifersüchtig und auch bereit ist, seinen Mitmenschen, das heißt den Bruder, zu töten. Kain erschlägt Abel, weil er glaubt, Gott bevorzuge seinen Bruder. Kain. Das Urbild des Mörders aus Neid.
So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte jenseits von Eden. So schreibt die Bibel. Jenseits von Eden. Das Paradies war verloren. Der Traum von einer Welt ohne Mühe, ohne Arbeit. Für immer war er ausgeträumt. Und weil der Mensch nicht mehr im Paradies lebt, ist er seitdem gezwungen, sich in der Welt einzurichten. Er muss das Land bestellen, baut Häuser, Städte, Straßen. Er findet die Schrift, Geld, Steuern, Bürokratie. Zivilisation nennt man das. Auch wir sind Kinder dieser Zivilisation. Ihre Wiege aber lag in Mesopotamien, in dem Land zwischen zwei Strömen. Die Welt vor 5000 Jahren. In der fruchtbaren Ebene zwischen den Strömen Euphrat und Tigris im heutigen Irak entstehen die ersten Großstädte der Menschheit. Ur und Uruk, Assur, Ninive und Babylon. Berühmte Namen, die für den Anfang der Kultur stehen. Für gigantische Bauleistungen, für Paläste und Stadtmauern, für das Zusammenleben von Menschen unter einheitlichen Gesetzen, für eine arbeitsteilige Gesellschaft, eine ausgeklügelte Verwaltung, kurz für das, was man Zivilisation nennt. Und für eine der größten Erfindungen der Geschichte überhaupt, die Schrift. Aus dieser Welt soll der Stammvater aller Israeliten gekommen sein, ein Auswanderer mit Namen Abraham. Von Mesopotamien aus soll er durch den fruchtbaren Halbmond, den wasserreichen Bogen zwischen Euphrat und Mittelmeer gezogen sein. Sein Ziel? Das Land Kanaan, der biblische Name für das heutige Israel. Aber stimmt diese Überlieferung des Alten Testaments? Kamen die ersten Israeliten wirklich aus dem Zweistromland? Oder erzählt die Bibel eine Legende? Am Jerusalemer Rockefeller Museum untersucht der Anthropologe Yossi Nagar die Spuren der frühesten Israeliten. Seine Forschungen werfen ein erstaunliches Licht auf die alten Berichte. Woher stammt das Volk der Bibel? Es ist eine bekannte Geschichte aus der Bibel, dass unsere Väter, ich spreche jetzt als Jude, dass die Väter meines Volkes aus dem heutigen Irak, aus Mesopotamien kamen. Das ist die Geschichte von Abraham. Und tatsächlich, wenn ich Knochen wissenschaftlich untersuche, erkenne ich eindeutig, dass unsere Vorfahren hier eingewandert sind, und zwar während der Bronzezeit. Das bedeutet, die wissenschaftlichen Ergebnisse passen genau zur Bibel. Sie stimmen mit der Überlieferung überein. Aber die Bibel will noch etwas anderes sein als historische Überlieferung. Sie schildert vor allem die Beziehung eines Volkes zu seinem Gott. Eine Beziehung voller Dramatik. Auch sie beginnt mit Abraham, dem Stammvater der Israeliten. Gott fordert Entsetzliches von ihm. Er soll seinen eigenen Sohn Isaak opfern. Eine Glaubensprobe über alles Menschenmögliche hinaus. Eine der berühmtesten Schilderungen der Bibel. Isaak ahnt das Schreckliche, denn sein Vater richtet einen Altar her. Aber wo ist das Opfertier? Die Bibel erzählt die Geschichte als psychologisches Drama. Alles, so scheint es, läuft auf das grausame Ende hinaus. Denn Abraham ist entschlossen, Gott zu gehorchen. Es ging also um Furcht und Gehorsam. Das erklärt ja nun noch nicht diese an sich furchtbare Geschichte, die davon spricht, dass der Vater seinen Sohn schlachten soll. Aber die Geschichte wurde einmal erzählt, um Leute davon zu überzeugen, wir brauchen nicht mehr unsere Erstgeborenen zu opfern, sondern wir können ein Tier dafür nehmen. Das ist gewissermaßen eine Reifung von Religion, die sich in solcher Geschichte vollzieht. Die Geschichte, die so grausam beginnt, handelt in Wirklichkeit von der Überwindung der Barbarei. Denn in letzter Sekunde verzichtet Gott auf das Opfer.
eine Schlüsselszene der Bibel. Auf dem Jerusalemer Tempelberg, wo sich heute der islamische Felsendom erhebt, soll sich die dramatische Szene zugetragen haben. Genau auf diesem Stein im Zentrum des Gebäudes. Eine Legende. Sie wirkt bis heute fort. Durch sie gilt der Tempelberg als Gründungsstätte des Monotheismus, des Glaubens an den einen Gott. Jerusalem, das ist die Hauptstadt Gottes. Auf alten Karten ist sie das Zentrum der Welt. Übersetzt heißt Jerusalem die Friedensreiche. Frieden war aber selten in dieser Stadt und dem Land, das sie umgab. Bis heute streiten sich Juden, Christen und Muslime um dieses Erbe. Denn sie alle verstehen sich als Kinder Abrahams. Schon von Anfang an gab es Streit um das Heilige Land. Die Bibel erzählt in vielen Kapiteln von Krieg, Mord und Totschlag. Stimmen alle diese Geschichten von Eroberung und Sieg? Wie entstand Israel? Ein ständiger Kreislauf von Vertreibung und Rückkehr. So erzählt die Bibel die Geschichte der Israeliten. Die Nachfahren Abrahams hat es nach Ägypten verschlagen. Dort wachsen sie zu einem großen Volk heran. Jahrhunderte später kehrt es in das Land der Väter zurück. Kanaan, das heutige Israel, das gelobte Land. Als Paradies, wo Milch und Honig fließen, schildert es die Bibel. Eine Heimat für alle Zeiten, ein Land des Friedens soll es werden. Aber dieses Land ist nicht unbewohnt. Hier leben schon andere Menschen in großen Städten. Die berühmteste von allen ist Jericho, die Metropole am Toten Meer. Die Bibel erzählt von ihrer Belagerung durch die Israeliten. Die Mauern Jerichos sind mächtig. Wie kann man sie bezwingen? Gott, so heißt es, kommt seinem Volk zu Hilfe. Wenn es seinen Anweisungen folgt, dann wird ein Wunder geschehen. Lass die Priester die Posaunen blasen. Und wenn man die Posaune bläst und es lange tönt, so soll das ganze Kriegsvolk ein großes Geschrei erheben, wenn es den Schall der Posaune hört. Dann wird die Stadtmauer einfallen und das Kriegsvolk soll hinaufsteigen, ein jeder stracks vor sich hin. Als einen Sieg Gottes über die Feinde Israels, so schildert die Bibel die Einnahme Jerichos. Und so sieht die Wirklichkeit hinter der Überlieferung aus. Die Ruinen von Jericho. Sind diese Steine Zeugen der legendären Eroberung? Auch wenn man die Posaunen der Fantasie biblischer Autoren zurechnet, die gewaltsame Einnahme der Stadt müsste doch Spuren hinterlassen haben. Archäologisch ist überhaupt nichts nachweisbar. Da gibt es keine Zerstörungshorizonte. Also wir Archäologen würden natürlich erwarten, man findet da Brandschichten. Und zwar immer wieder ungefähr gleichzeitig, sagen wir, wann wird das stattgefunden haben, so um 1200 vor Christus in der Schwedenbronzezeit, da gibt es da Brandschichten, da ist dann Jericho zerstört worden und so. Aber Jericho hatte noch gar keine Mauern zu der Zeit. Und es ist also völlig klar, dass das eine literarische Fiktion ist. Heute weiß man, am Anfang Israels standen keine glänzenden Sieger. Ganz im Gegenteil. Menschen in Not. Und sie kommen auch nicht aus Ägypten, sondern aus Kanaan selbst. Sie sind in Wirklichkeit Outcasts, die Ärmsten der Armen des Landes. Da sie anderswo kein Auskommen haben, lassen sie sich in den unwegsamen Bergregionen Kanaans nieder. Und das ist der Kern Israels. Nur war das noch nicht ganz eine Nation, die da im Siegesrausch einmarschiert ist, sondern das waren Einzelsiedlergrüppchen, die sich dann zu Stämmen verbündeten. Und die kriegen langsam die Oberhand über die ältere
städtische Struktur in den Tälern. Vor 3000 Jahren standen winzige Siedlungen auf diesen Hügeln. Der unscheinbare Anfang einer großen Geschichte. An ihrem Ende stehen das Königreich Israel und ein Mann, der zu den berühmtesten Figuren der Bibel zählt. David. David, der strahlende Held. So hat ihn sich Michelangelo vorgestellt, als Inbegriff männlicher Schönheit. Der entschlossene Blick, der muskulöse Körper. Diese Skulptur ist vielleicht das berühmteste Kunstwerk der Menschheit. In dieser Gestalt des David hat Michelangelo versucht, den perfekten Mann darzustellen. Aber war David wirklich dieser perfekte Mann? Ein Märchenprinz? Wenn, dann aber einer mit vielen Schattenseiten, wie die Bibel erzählt. Ein Mörder, ein Ehebrecher, der über Leichen geht. Wer war dieser Mann, der zum Staatsgründer und Vorbild aller Könige wurde? David, eine Geschichte, die wie ein Märchen beginnt. Ein einfacher Hirtenjunge soll er gewesen sein, aber ein Junge mit einer außergewöhnlichen Begabung. Er kann durch seinen Gesang die Menschen bezaubern. Gesandte eines Anführers der Israeliten werden auf ihn aufmerksam. Sie bringen das Kind ins Hauptquartier Sauls, der als erster die israelitischen Bergstämme in einer politischen Union vereint hat. Der Gesang Davids soll ihn aufheitern. Denn Saul ist von Dämonen besessen, erzählt die Bibel. Der Beginn einer großen Karriere. Jahre später ist aus dem Sänger David auch ein Krieger geworden, ein gefeierter Held. Saul hat 1000 Feinde getötet, David aber 10.000, singen die Frauen am Hof Sauls. Der Emporkömmling ist dem alten Anführer zur Konkurrenz geworden. Seine Eifersucht entlädt sich in einem Mordanschlag. David muss vom Hof fliehen. Seine vielversprechende Karriere scheint beendet. Ein Leben wie ein Roman. Ein Leben mit dramatischen Wendungen. So schildert die Bibel die Biografie Davids. Alles nur Erfindung? Hat der große Held Israels überhaupt gelebt? 1993 gruben Archäologen die Ruinen der Stadt Dan aus. Der nördlichste Außenposten Israels war jahrhundertelang heiß umkämpft. In der Grenzfestung stießen die Wissenschaftler auf Inschriften der Könige von Damaskus, die Dan vorübergehend besetzt hatten. Als es gelang, die Texte zu entziffern, trauten die Entdecker ihren Augen nicht. Die Inschrift von Tel Dan, eine archäologische Sensation. Auf dieser Inschrift aus dem 9. Jahrhundert vor Christus haben wir die Erwähnung eines Königs mit Namen David und direkt darüber den Namen Israel. Für Menschen, die sich fragen, ob der Text der Bibel historische Wirklichkeit widerspiegelt oder nicht, ist die Tatsache, dass hier der Name Davids zum ersten Mal erwähnt wird, von enormer Bedeutung. Es ist ein eindeutiger Beweis dafür, dass zumindest Teile der biblischen Überlieferungen auf Fakten beruhen und nicht reine Erfindung sind. Nach seiner Flucht macht David eine Karriere als Bandenchef, der in kurzer Zeit die Macht über die Israeliten an sich reißt und dabei über Leichen geht. Dörfer, die Widerstand leisten, macht er nieder und verschont auch Frauen und Kinder nicht. Die Bibel, das ist das Erstaunliche, versteckt das hässliche Gesicht Davids nicht. Auch diese dunklen Seiten an David gehören zu seiner Faszination. Eine glatte Propagandagestalt in Hochglanzpolitur würde mich und viele andere wahrscheinlich eher befremden oder abstoßen. Die Bibel zeichnet David sehr bewusst, denke ich, schraffiert und mit tiefen Schatten. David, eine Geschichte über einen Helden mit Makeln,
aber vielleicht gerade deshalb eine wahre Geschichte. Die Erinnerung an einen Menschen aus Fleisch und Blut. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere, so schildert es die Bibel, ist David der erste Herrscher über alle Israeliten und lässt sich zum König salben. Aus einer lockeren Union von verstreuten Siedlungen ist ein Staat geworden. Das biblische Israel. Vom Hirtenjungen zum König, das ist die moderne Geschichte, vom Tellerwäscher zum Millionär. Mit so einer einfachen Bastschleuder fing diese Karriere an. Mit einer Waffe, die uns heute wie ein Spielzeug vorkommt. Die Bibel erzählt, dass David damit einen Riesen getötet haben soll, einen Giganten namens Goliath. Ein toller Filmstoff. Der Zwerg, der mit List und Tücke seinen weit überlegenen Gegner zur Strecke bringt. Drei Meter groß soll er gewesen sein, der Riese Goliath. Ganz allein fordert er das Heer der Israeliten zum Kampf heraus. Eine peinliche Situation. Keiner hat den Mut, gegen den Riesen anzutreten. Doch dann erscheint der junge David auf dem Plan. Seine einzige Waffe? Eine Schleuder. David und Goliath. Geschicklichkeit siegt über Kraft. Eine Heldengeschichte, die fast zu schön ist, um wahr zu sein, aber sie spiegelt eine historische Wirklichkeit wider. Nicht den Kampf zwischen zwei Männern, sondern den zwischen zwei Völkern. So könnte der wahre Goliath ausgesehen haben. Im 11. Jahrhundert vor Christus tauchen rätselhafte Krieger im Nahen Osten auf. Auf ihren Särgen haben sie ihre Gesichter verewigt. Philister nennt die Bibel dieses Volk, das die Welt des alten Orients völlig verändert. Sicher ist, sie kamen übers Meer, wahrscheinlich von den Küsten und Inseln Griechenlands. Für die europäische Herkunft der Krieger spricht ein Hinweis aus der Bibel. Sie waren, im Unterschied zu allen anderen Völkern des Nahen Ostens, unbeschnitten. Auch die Pharaonen Ägyptens bekommen es mit den gefürchteten Piraten zu tun. Im Tempel von Medinet Habu, den Ramses II. Errichten ließ, feiert sich der Pharao als Sieger über die Philister. In einer blutigen Seeschlacht unterwirft er das fremde Volk, das die Küsten Ägyptens heimsucht. Das zumindest erzählt die gemeißelte Propaganda auf der Tempelwand. Dass Ramses so eindeutig über die Invasoren triumphierte, bezweifeln Wissenschaftler. Denn er konnte nicht verhindern, dass die Philister an der Küste des heutigen Israel siedelten. Mit fatalen Folgen. Sie blockierten damit den gesamten Handel im Land. Das war recht wichtig, denn damit brach eben wirklich der überregionale Handel zusammen. Sie hatten damit aber auch eine dominierende Stellung, denn sie konnten von der Küste aus in das Bergland hineingehen. Und das führte dann zwangsläufig zu kriegerischen Auseinandersetzungen mit den Leuten, die dort im Bergland wohnten. Im Bergland aber regierte David. In harten Kämpfen gelingt es ihm, seine Herrschaft gegen die mächtigen Feinde an der Küste zu behaupten. Das ist die wahre Geschichte von David und Goliath. Auf dem Höhepunkt seiner Macht bezieht David eine Residenz in einer Stadt im Bergland, oberhalb des Toten Meers, Jerusalem. Wenig ist aus jener Epoche geblieben. Nur unterhalb des Tempelberges haben Archäologen ein kleines Areal aus der Zeit des 10. Jahrhunderts vor Christus ausgegraben. Die sogenannte Davidstadt. Allerdings hat David nach der biblischen Überlieferung diese Mauern gar nicht errichten lassen. Er gilt nicht als Gründer, sondern als Eroberer Jerusalems. In diesem Punkt stimmen die archäologischen Entdeckungen mit der Bibel überein. Jerusalem war schon lange vor der Epoche Davids ein befestigter Ort, allerdings bei weitem keine Metropole.
Also ich denke, Jerusalem war in der sogenannten Königszeit ein besseres Dorf. Nicht? Wir dürfen uns also nicht eine Prachtstadt vorstellen, wie wir sie in den Großreichen finden. 400 Meter lang und 100 Meter breit. Mehr war das Jerusalem Davids nicht. Aber mit der Wahl der kleinen Bergfestung zur Hauptstadt seines Reiches machte er Geschichte bis auf den heutigen Tag. Für die Bibel ist er der größte aller Könige. In ihm ist zum ersten Mal der Traum von der nationalen Unabhängigkeit Israels verwirklicht. Sein Sohn wird die Früchte seiner Siege ernten und nicht weniger berühmt werden als sein Vater, Salomo, dem die Bibel nachsagt, seine Weisheit sei so unendlich wie der Sand am Meer. Zwei Frauen streiten um ein Kind. Jede behauptet, die Mutter zu sein. Wie soll man diesen Fall entscheiden? König Salomo befiehlt, das Kind in zwei Hälften zu schneiden. Eine der Frauen wirft sich schützend vor das Kind und verzichtet auf alle ihre Ansprüche. Genau dadurch weiß Salomo, sie ist die wirkliche Mutter. Das salomonische Urteil ist sprichwörtlich geworden als kluge, intelligente Entscheidung Salomos Weisheit. Nicht einen einzigen Krieg hat Salomo geführt, er hat nicht zerstört, er hat lieber aufgebaut. Sein berühmtestes Werk ist der Tempel von Jerusalem, eines der legendären Gebäude der Menschheit. Es muss prachtvoll gewesen sein. In seinem Innern schimmerten Skulpturen aus reinem Gold, fantastische Wesen wie dieses, das Archäologen rekonstruiert haben, halb Mensch, halb Tier. Cherubim nennt sie die Bibel. Wissenschaftler haben nachgebaut, was als Salomos größte Tat in die Geschichte eingegangen ist. Als goldschimmernden Traum, so schildert die Bibel den Jerusalemer Tempel. In seinem Allerheiligsten stand, flankiert von zwei großen Wächterfiguren, die Bundeslade, die heilige Truhe, in der die 10 Gebote aufbewahrt wurden. Davor erstreckte sich die 30 Meter lange Haupthalle des Tempels mit der Menorah, dem legendären siebenarmigen Leuchter, einem Symbol des Lebensbaums. Neben dem Portal beeindruckte ein bronzenes Wasserbecken zum Waschen des Opferfleisches. Mit dem Tempel an der höchsten Stelle Jerusalems schuf Salomo das zentrale Heiligtum der Jahwe-Religion. Einen Ort, der bis heute für gläubige Juden den Nabel der Welt bedeutet. Der antike Tempel war ein großes Schlachthaus. Nur an diesem einen Ort durften Priester und Gläubige das geforderte Tieropfer für Gott darbringen. Die Priester, hebräisch Kohanim, waren nach dem König die einflussreichsten Männer im alten Israel. Die Vollzieher des blutigen Ritus gehörten zu einer eigenen Kaste, durch Gesetze streng vom einfachen Volk geschieden. In Jerusalem lebt die Erinnerung an die mächtige Priesterkaste bis auf den heutigen Tag fort. Einmal im Jahr versammeln sich Männer an der Klagemauer, um das Volk Israel zu segnen. Sie haben eine Gemeinsamkeit. Sie alle tragen den Familiennamen Kohn und betrachten sich als Nachfahren der ersten Tempelpriester. Sind diese Männer wirklich der lebendige Beweis für die biblische Überlieferung? Weit weg von Jerusalem, in London, geht ein Forscher dieser Frage nach. Am renommierten University College arbeitet der Genetiker David Goldstein. Er nahm die alte jüdische Überlieferung beim Wort und untersuchte das Erbgut hunderter Familien mit dem Namen Kohn. Sind sie wirklich miteinander verwandt? Oder wurde der Name erst sehr viel später, mehr oder weniger zufällig, von jüdischen Familien angenommen?
Die Analyse des Erbguts brachte eine wissenschaftliche Sensation zutage. Alle Kohns tragen tatsächlich gemeinsame genetische Merkmale, durch die sie sich von anderen jüdischen Familien unterscheiden. Aber Goldstein und seine Mitarbeiter gingen der biblischen Geschichte sogar noch weiter auf den Grund. Durch die Analyse bestimmter Abschnitte des menschlichen Erbguts konnten sie tatsächlich berechnen, wann der erste gemeinsame Vorfahre der heutigen Kohns gelebt haben muss. Und als wir den Zeitraum berechneten, stellte sich heraus, dass es 3000 Jahre waren, wobei ein gewisser Spielraum möglich ist. Auf jeden Fall beweist es, dass die Linie, die zu den Kohns von heute führt, sehr alt ist und tatsächlich bis in die Zeit des ersten Tempels zurückreicht. Überraschende Spuren biblischer Geschichte und eines Bauwerks, von dem sonst nichts erhalten ist. Die vielen Eroberer Jerusalems haben buchstäblich keinen einzigen Stein des legendären Tempels an seinem Platz gelassen. Die Herrlichkeit Salomos, man muss sie anderswo suchen. Nach der Bibel baute er die Stadt Megiddo im Norden Israels prächtig aus. Ist diese für biblische Zeiten beeindruckende Anlage ein Beweis für den imperialen Glanz, die Größe von Salomos Reich, das sich von Ägypten bis an den Euphrat erstreckt haben soll? Eine Streitfrage, die Israels Archäologen wie keine andere in Atem hält. Die Bauten, die man immer wieder für einen Beweis der Größe Salomos heranzieht, vor allem die Toranlagen von Megiddo, Hazor und anderen Städten, muss man meiner Meinung nach alle in eine spätere Zeit datieren und können daher als Beweis für Salomos Macht nicht dienen. Auf der Suche nach der Größe Salomos haben auch andere Archäologen zum Spaten gegriffen und ziehen ganz andere Schlüsse aus den Funden. Sie sind fest davon überzeugt, Beweise für die großartige Bautätigkeit Salomos in Händen zu halten. Wir lesen in der Bibel, dass Salomo die Städte Megiddo, Hazor und Gezer ausbauen ließ. Hier in Hazor finde ich dieselben monumentalen Bauten wie in den anderen Städten. Da es klar ist, dass sie alle aus dem 10. Jahrhundert vor Christus stammen, gibt es keinen anderen Kandidaten außer Salomo. Mit anderen Worten, hier haben wir eine wundervolle Illustration für eine Passage aus der Bibel. Eine ungelöste Kontroverse. Archäologie der Bibel ist keine Mathematik. Grabungsbefunde lassen Spielräume der Interpretation zu. Die Antwort auf die Frage nach der historischen Bedeutung König Salomos steckt in der umstrittenen Datierung dieser Steine. Solange sie nicht gelöst ist, lebt der Mythos von Salomos Herrlichkeit weiter. Salomo der Prächtige, ein orientalischer Herrscher, eine Gestalt, die an die Geschichten aus Tausend und einer Nacht erinnert. In seinem Harem sollen nicht weniger als 700 Ehefrauen auf ihn gewartet haben. Und als sei dies nicht genug, schenkt er seine Gunst noch 300 Gespielinnen. So behauptet es die Bibel. Alles bloß Märchen. Ein Körnchen Wahrheit steckt auch in dieser Erzählung. Salomo hat mit Frauen Politik gemacht. Wende dich, Sulamit, wende dich. Deine beiden Brüste sind wie zwei Kitzlein. Wie bist du so schön und so lieblich? Verse, die Salomo verfasst haben soll. War der große König ein Schwerenöter? Eher ein kluger Realpolitiker. Er schloss Verträge mit Nachbarkönigen und bekräftigte sie durch die Heirat mit ihren Töchtern. Im Grunde sind die Damen in einem Harem eines Herrschers diplomatische Vertreterinnen ihrer Herkunftsländer und Orte. Und das ist übrigens auch gar keine schlechte Art, Frieden zu stiften, indem man also Menschen aus den anderen Ländern da hat und sogar in der eigenen Familie hat. Erotik und Diplomatie. Sie spielen auch in der berühmtesten Begegnung Salomos mit einer Frau eine Rolle. Die Rede ist von der Königin von Saba. Schön, klug und reich soll sie gewesen sein. Ihr Staatsbesuch in Jerusalem mutet schon sehr märchenhaft an.
Die Monarchin aus dem Morgenland sei angereist, um Salomo mit Rätselfragen zu prüfen. Denn der Ruf seiner unendlichen Weisheit habe sie angelockt. So schreibt die Bibel. Aber von wo könnte sie gekommen sein, die legendäre Königin von Saba? Die Spur führt weit von Jerusalem weg, in den tiefsten Süden der arabischen Halbinsel, in den heutigen Jemen. Dort blühte in der Antike tatsächlich das sagenumwobene Reich der Sabäer mit seiner Hauptstadt Marib. Als Heimat des Weihrauchs und der Gewürze war das Land in der Antike bekannt. Eindrucksvolle Ruinen von Palästen und Tempeln zeugen vom einstigen Reichtum der Handelsnation. Lange nahmen die Forscher an, dass die Blütezeit des Sabäerreiches weit nach der Epoche Salomos lag. Doch Ausgrabungen des Deutschen Archäologischen Instituts belegen jetzt, auch zur Zeit Salomos schufen die Sabäer schon monumentale Anlagen. Zeugnisse für eine Hochkultur im Süden Arabiens, über die vielleicht sogar die legendäre Monarchin herrschte. Die Königin von Saba. Die Bibel erzählt von ihr, um die Anziehungskraft, das Charisma Salomos zu unterstreichen. Das internationale Flair seines Jerusalemer Hofs. Aber nicht nur das, die Erzählung hat noch eine ganz andere Absicht. Sie will zugleich deutlich machen, dass dieser Salomo hochgefährdet war, weil diese Damen ja nicht nur Frauen waren, sondern gar noch ausländische Frauen und doch später die Juden sehr große Sorgen hatten, dass ihnen in ihre jüdische Gemeinschaft zu viel Ausländisches, Heidnisches hineinkam, wie vielleicht dem Salomo. Und dann wächst so die Vorstellung, die waren schuld, dass der Salomo am Ende nicht mehr so treu zu seinem Gott Jahwe stand. Götzendienst, die Kehrseite von Salomos Herrlichkeit. Er sei von Gott Jahwe abgefallen und mit ihm das ganze Volk. Archäologen haben an vielen Stellen Israels Kultplätze entdeckt, an denen die Menschen heidnischen Wettergöttern huldigten. Ein Beweis dafür, dass der Glaube an den einen Gott einen schweren Stand hat. Die heidnischen Fruchtbarkeitskulte, sie sind der Grund für die Katastrophen, die nach Salomos Tod das Reich erschütterten. Die Bibel deutet die gesamte Geschichte des Volkes Israel als Folge seines Verhaltens zu Gott. Es geht um gut oder böse. Tov v'ra auf Hebräisch. Und das ist für mich auch ein Zeichen dafür, dass wir es hier mit Religions- oder ethischem Unterricht zu tun haben. Nicht? Es muss immer wieder dasselbe eingehämmert werden. Nicht? Wenn man böse ist, dann hat das auch entsprechende katastrophale Folgen. Im Verständnis der Bibel sind die mächtigen Feinde der Israeliten die Geißel in der Hand Gottes, mit der er sein Volk züchtigt. Im 8. Jahrhundert vor Christus machen sich die Könige Assyriens daran, den gesamten Nahen Osten zu erobern. Von ihren Hauptstädten Assur und Ninive aus überrollen sie Mesopotamien, Syrien, Israel und dringen sogar in Ägypten ein. 722 vor Christus belagern sie die Stadt Lachish, südlich von Jerusalem. In den 80er Jahren haben Archäologen die Stadt ausgegraben. Dabei sind sie auf die Spuren der Tragödie gestoßen. Noch heute deutlich erkennbar, eine Rampe, aufgeschüttet von den Assyrern, um die Mauern zu attackieren. Der Wucht der gut organisierten Armee aus Mesopotamien ist Lachish nicht gewachsen. Nach Monaten der Belagerung dringen die Feinde in die Stadt ein. Assyrische Reliefs erzählen auch, was dann geschah. Gefangene werden gepfählt. Die Überlebenden werden nach Mesopotamien deportiert. Tausende von Familien müssen den Marsch in die Fremde antreten. Eine Geschichte,
die sich noch einmal wiederholen wird. Eine schreckliche Katastrophe muss das gewesen sein. Aber die Könige von Jerusalem kommen gerade noch einmal davon. Mit Geld erkaufen sie sich Schonung. Das gelobte Land, es war alles andere als ein Garten Eden. Das Volk der Bibel führte die meiste Zeit einen harten Überlebenskampf gegen übermächtige Nachbarn. Aber gerade die Verwüstung des Landes bringt die Menschen dazu, ihre Geschichte und ihren Glauben niederzuschreiben. Und sie haben recht gehabt. Worte haben mehr Bestand als Mauern. Die Bibel ist ein Beweis dafür. Es muss eine Katastrophe von gigantischem Ausmaß gewesen sein. Eine Katastrophe, die die Menschen nie vergessen haben. An diesem Tag taten sich die Fenster des Himmels auf und die Wasser nahmen überhand. Da ging alles Fleisch unter, das sich auf Erden regte. Alles, was Odem des Lebens hatte, starb. So schildert die Bibel die Sintflut. Gab es sie wirklich? Bis heute suchen Forscher nach den Spuren der gewaltigen Überschwemmung. Sintflut, die alles wegspült, was Gott nicht gefällt. Gibt es überhaupt in der Bibel eine Geschichte, die sich stärker eingeprägt hat als die Erzählung von Noah und seiner Arche? Als Kind habe ich mir immer vorgestellt, wie es wohl auf dieser Arche zugegangen ist. Von allen Tieren der Welt ein Pärchen, vom Elefanten bis zum Schmetterling. Ein wunderbarer Stoff für die Maler aller Jahrhunderte. Das alles mutet schon sehr märchenhaft an. Hat sie sich wirklich ereignet, die Sintflut? Eine Überschwemmung von so gigantischen Ausmaßen? Aber wo könnte das gewesen sein? Die Bibel gibt einen Hinweis, der weit vom Heiligen Land wegführt. Auf dem Berg Ararat, im Osten der heutigen Türkei, soll die Arche Noah am Ende der Sintflut gestrandet sein. Eine Fährte, die ans Schwarze Meer führt. Lag hier der Schauplatz der biblischen Katastrophe? Und waren die Menschen, die vor 10.000 Jahren dort lebten, ihre Opfer? Sicher ist, die steinzeitlichen Ureinwohner fischten in einem ganz anderen Gewässer als heute. Denn damals war das Schwarze Meer noch ein Süßwassersee. Seine Verwandlung in ein Meer, das ist nach Überzeugung von bulgarischen Forschern der historische Kern der Sintflut-Überlieferung. In den 80er Jahren unternahmen Spezialisten des Ozeanographischen Instituts von Varna Tauchexpeditionen auf den Spuren der Bibel.
Verrät der Meeresgrund etwas über eine gigantische Katastrophe? Die Forscher entnahmen dem Boden Bohrkerne aus großer Tiefe. Sie enthalten den Schlüssel zum Verstehen der Vergangenheit. Denn Meeresböden wachsen durch Ablagerungen jährlich um einige Zentimeter an. Diese Sedimente sind ein exaktes Tagebuch der Erdgeschichte. Für den Forscher Petko Dimitrov erzählen die Bodenproben die wahre Geschichte der Sintflut. Unter den Meeresablagerungen gibt es Sedimente, die Spuren von Organismen enthalten, die nur im Süßwasser vorkommen. Ein Beweis dafür, dass das Schwarze Meer einmal ein See war, der von Salzwasser überflutet wurde. Und so begann die biblische Flut. Vor über 10.000 Jahren stieg die Temperatur auf der Erde. Weltweit schmolzen Gletscher. Das Ende der letzten Eiszeit. Damals stieg der Spiegel des Mittelmeers um mehr als 20 Meter. Mit dramatischen Folgen. Die schmale Landbrücke am heutigen Bosporus brach ein. Gigantische Wassermassen stürzten in den tiefer gelegenen See und überfluteten die Küstenregionen. Das Schwarze Meer war entstanden. Dass das für die Menschen, die dort lebten, eine riesenhafte kosmische Katastrophe gewesen sein muss, die dann ein Echo findet in Sagen, Mythen, Legenden, das ist mir vorstellbar und einleuchtend. Die Sintflut, ein Ereignis vom Anfang der Zivilisation. Eine Geschichte, die den Menschen in Erinnerung blieb, die sie von Generation zu Generation weitererzählten. Die Geschichte von einem See, der zum Meer wurde. Aber wie kommt die Geschichte von der Sintflut eigentlich in die Bibel? Jahrhundertelang war die Antwort klar. Moses hat sie genau so aufgeschrieben, wie sie sich zugetragen hat. Die Menschen gingen davon aus, dass Gott persönlich dem Moses die Sätze der Bibel diktiert hat. Doch dann entdeckte man vor 150 Jahren diese kleinen, unscheinbaren Tafeln aus Ton im Wüstensand des Irak. Aber Tausende davon fanden Archäologen im Zweistromland, im Gebiet zwischen Euphrat und Tigris. Die Könige der frühesten Kulturen der Menschheit ließen auf diesen Keilschrifttafeln alles aufschreiben, was damals wichtig war. Steuereinnahmen, Gesetze, Friedensverträge, aber auch Poesie, Lieder, Mythen, Märchen. Mit kleinen Holzgriffen wurde diese Texte in den weichen Ton gedrückt. Keilschrift nennt man diese Zeichen. Vor 5000 Jahren wurde diese Schrift entwickelt, doch dann irgendwann vergessen und erst in der Neuzeit wieder entziffert. Und als das geschah, ging ein Schock durch die Welt. Ist die Bibel abgeschrieben? Eine Frage, die vor über 100 Jahren die Welt bewegte. Am Anfang stand eigentlich nur eine ganz alltägliche Ausgrabung. Britische Archäologen hatten den Palast des assyrischen Königs Assurbanipal in Ninive im heutigen Irak entdeckt. Im Schutt fanden sie tausende von Keilschrifttafeln. Ihre Entzifferung brachte die Sensation. Da stand haargenau die Geschichte von Noah und seiner Arche. Ein Mann erhält von Gott den Auftrag, ein großes Schiff zu bauen. Er soll darin seine Familie und jeweils ein Paar von allen Tieren vor einer großen Flut retten. Jedes Detail stimmt mit der biblischen Erzählung überein. Nur, ihr Held heißt gar nicht Noah. Er heißt Utnapishtim. Das britische Museum in London hütet die aufsehenerregenden Texte aus Mesopotamien. Im Laufe der Jahre fanden Archäologen noch weitere Versionen derselben Geschichte. Nicht weniger als drei liegen heute im Archiv des altehrwürdigen Museums. Die ausführlichste Überlieferung von der großen Flut
ist als Gilgamesch-Epos berühmt geworden. Die Texte schildern nicht nur dieselben dramatischen Ereignisse, sie haben noch eine Gemeinsamkeit. Sie sind alle wesentlich älter als die Bibel. Wenn Sie glauben, was ja viele Menschen taten, dass die Bibel das Wort Gottes ist, wie wollen Sie dann erklären, dass es ältere Kopien davon gibt? Gott müsste ja praktisch die Geschichte geklaut haben. Damals, vor über 100 Jahren, wurden die heftigsten Diskussionen geführt, mit völlig unversöhnlichen Positionen, auf beiden Seiten. Heute haben wir uns an den Gedanken gewöhnt. Das Wort Gottes, es ist von Menschen aufgeschrieben worden, von Menschen, die nicht isoliert lebten. Sie standen unter dem Einfluss Mesopotamiens, der Leitkultur des alten Orients. Jahrhundertelang dominierte sie auch Jerusalem, religiös und politisch. Die Könige Jerusalems, sie waren Marionetten der mächtigen Herrscher von Euphrat und Tigris. Und in dem Tempel über der Stadt, einst von Salomo für den Gott Israels gebaut, hatten die Götter von Euphrat und Tigris Einzug gehalten. Die Priester beschwören Baal, den obersten Herrn des Himmels, den blitzeschleudernden Wettergott. Die Israeliten verehren heilige Stiere, Symbole der männlichen Zeugungskraft. Auch Göttinnen wurden in Jerusalem verehrt. Aschera, Sinnbild weiblicher Fruchtbarkeit. Doch Ende des 7. Jahrhunderts vor Christus geschieht etwas, das die Welt völlig verändern sollte. Die Abschaffung der fremden Götter. Die Bibel selbst kleidet das epochale Ereignis in eine Legende. Bei Renovierungsarbeiten im Tempel finden die Zimmerleute eine alte Schriftrolle. Der mysteriöse Text enthält nichts weniger als das seit langem in Vergessenheit geratene Gesetz des Moses. Es fordert die Verehrung eines einzigen Gottes, des Gottes Israels mit Namen Jahwe. Wie Schuppen fällt es den Menschen von den Augen, so erzählt die Bibel. Hier wird die wahre Religion aller Israeliten verkündet. Die Verehrung der vielen Götter ist ein Irrweg. Ich denke, das war ein ganz, ganz wichtiger Kernpunkt der Entwicklung Israels, dass man nun einen Punkt hatte, wo man seinen Glauben festmachen konnte und eben definitiv sagen kann, jemand, der nicht diesem Glauben entspricht, gehört nicht zu der Gemeinschaft mit dazu. Der Bericht über die Schriftrolle mag eine fromme Erfindung sein. Die Folgen sind historische Realität. Der Jerusalemer König Josia lässt die Priester von Baal und Aschera aus dem Tempel werfen und macht die Verehrung des einen Gottes zum Gesetz. Für viele Forscher beginnt mit dieser radikalen Reform des Josia der historische Siegeszug des Monotheismus. Damals hieß es zum ersten Mal, alle Israeliten sollen einen einzigen Gott verehren. Und zwar in einem einzigen Tempel, in einer Hauptstadt Jerusalem, unter einem einzigen König. Der Glaube der Bibel. Vielleicht hätte er sich nie durchgesetzt, ohne einen selbstbewussten König und seine politische Vision. Aber der Anspruch Jerusalems auf Eigenständigkeit ruft seitdem gefährliche Gegner auf den Plan. Vor 2500 Jahren ist es Babylon, die mächtigste Stadt des Zweistromlandes. Hier wird die Zukunft Jerusalems entschieden und das Schicksal der Bibel. Verstörte Tochter Babel, du Verwüsterin, wohl dem, der deine jungen Kinder nimmt und sie am Felsen zerschmettert. Ein unmenschlicher, ein schrecklicher Fluch, der in der Bibel gegen Babylon ausgestoßen wird. Für die Bibel ist die prächtige Metropole der Inbegriff von allem Schlechten, allem Verdorbenen und Dekadenten. Ihre Könige werden als wilde Tiere beschrieben, die Frauen als Huren. Der Hass der Bibel auf Babylon, er hat einen Grund. Krieg. Wer Wind sät, wird Sturm ernten.
Auch das steht in der Bibel. Und im 7. Jahrhundert vor Christus macht sich die Großmacht Babylon daran, die ganze Welt zu erobern. In nur zwei Jahrzehnten überrollen die Armeen Babylons die alten Reiche des Orients. 587 vor Christus stehen sie vor den Mauern Jerusalems. Mit dem Mut der Verzweiflung verteidigen die Einwohner ihre Stadt. Mehr als ein Jahr vergeht. Und trotzdem gelingt es den Babyloniern nicht, die völlig von der Außenwelt abgeschnittene Stadt einzunehmen. Wie konnte sie so lange widerstehen? Gibt die antike Wasserleitung unter Jerusalem die Antwort? Frisches Trinkwasser. Der Schlüssel zum Überleben unter Belagerungsbedingungen. Die einzige Quelle Jerusalems lag ursprünglich außerhalb der Stadtmauern. Bei einer Belagerung war die Bevölkerung vom lebenswichtigen Wasser abgeschnitten. Der Ausweg aus der Gefahr? Ein Tunnel, der das Wasser unterirdisch in die Stadt leitet. Die Röhre mündete in einem Becken, aus dem die Bewohner das lebensrettende Nass schöpfen konnten. Die Quelle selbst wurde so verschüttet, dass sie für die Angreifer nicht mehr erkennbar war. Aber wann wurde der Tunnel gebaut? Existierte die Anlage wirklich schon während der babylonischen Belagerung? Der israelische Geologe Are Shimron will es genau wissen. Manche Forscher gehen davon aus, dass der Tunnel aus viel späterer Zeit stammt. Denn die etwa einen Kilometer lange Wasserleitung ist ein technisches Meisterwerk. Der Geologe entnimmt Proben von sogenanntem Fließstein, Ablagerungen, die sich über Jahrtausende auf den Tunnelwänden gebildet haben. In hochempfindlichen Apparaten geben die Mineralien ihre Entstehungszeit und damit auch das Alter des Tunnels preis. Hightech auf den Spuren der Bibel. Unsere Analysen beweisen, dass die unterirdische Wasserleitung in Jerusalem tatsächlich sehr alt ist. Dass sie wahrscheinlich von König Hiskia, das heißt lange vor der babylonischen Belagerung, gebaut wurde. Und der Tunnel ist bisher das älteste biblische Bauwerk, das exakt datiert wurde. Der raffinierte Tunnel hatte den Untergang lange verzögert. Verhindern konnte er ihn nicht. Die erdrückende Übermacht der Babylonier siegt. Sie dringen in die Stadt ein. Der prächtige Tempel, das Werk Salomos, fällt den Siegern zum Opfer. Die Babylonier zerschlagen seine wertvolle Ausstattung und schaffen die Stücke zum Einschmelzen an den Euphrat. In allen Details schildert die Bibel den Untergang. Lange Listen von Beutegut führt sie auf. Nur einen, den wichtigsten Gegenstand erwähnt sie nicht. Die Bundeslade, den berühmten Schrein mit den 10 Geboten, der im Allerheiligsten des Tempels stand. Dieses merkwürdige Schweigen der Bibel über das Schicksal der Lade nährt bis heute Spekulationen. Wo ist die Bundeslade geblieben? Die goldene Truhe, in der die Tafeln mit den 10 Geboten verwahrt werden. Ein ungelöstes Rätsel und eine Frage, die immer wieder Schatzsucher in ihren Bann gezogen hat. Wurde die Bundeslade vom Propheten Jeremias, wie die Bibel beschreibt, heimlich aus Jerusalem gebracht? Unwahrscheinlich. Wie hätte er sie während der Belagerung durch die Babylonier aus der Stadt schaffen können? Wäre es nicht viel einfacher gewesen, sie innerhalb der Stadt zu verstecken? Die Belagerung dauerte 1,5 Jahre. Zeit genug, um ein perfektes Versteck zu finden. Womöglich sogar direkt unterhalb des Tempels. Davon jedenfalls war ein junger englischer Schatzsucher fest überzeugt. Wir schreiben das Jahr 1911. Montagu Brownlow Parker, ein britischer Lord, ist von der Idee besessen, die Bundeslade zu finden, und zwar um jeden Preis. Sein spektakuläres Abenteuer beginnt mit einer Bestechung. Parker erkauft sich von einem islamischen Beamten in Jerusalem ungestörten Aufenthalt im Felsendom für eine ganze Nacht. Ein Sakrileg.
denn die Moschee gilt als einer der heiligsten Plätze der islamischen Welt. Als Parker und seine Helfer anfangen, den Boden aufzustemmen, wissen sie, dass über ihnen das Henkersbeil schwebt. Der Lärm der Spitzhacken dringt in die Nacht hinaus. Dieser lebensgefährliche Leichtsinn lockt einen Araber an, der zufällig des Weges kommt. Glück im Unglück, dass er die Gentlemen in Hemdsärmeln für böse Geister hält und davonrennt. Bevor er Alarm schlägt, sind die Engländer über alle Berge. Die verwegene Aktion sorgt 1911 für Schlagzeilen in der Weltpresse. Gefunden hat der Engländer nichts. So wenig wie die anderen, die nach ihm zum Spaten griffen. Die Bundeslade ist meines Erachtens unauffindbar, weil sie seit der Eroberung Jerusalems durch Nebukadnezar deportiert worden ist, zerstört worden ist oder wo immer. Mein Rat wäre, man soll sie in der Fantasie der Menschen suchen. In der Fantasie der Israeliten lebte die Bundeslade an einem geheimen Versteck weiter. Als Symbol der Hoffnung, dass nicht alles zu Ende sei. Denn Hoffnung brauchen die Menschen im August des Jahres 587 vor Christus. Die Eroberer treiben die Bevölkerung Jerusalems zusammen, allen voran die Familien der Gebildeten und Handwerker, und verschleppen sie nach Babylon. Hinter ihnen liegt die verwüstete Heimat, vor ihnen ein ungewisses Schicksal im Exil. Die Verschleppten treffen in einer Stadt ein, bei deren Anblick ihnen der Atem gestockt haben muss. Nichts im damaligen Orient hält den Vergleich mit dieser Metropole stand. Gerade Straßen durchziehen rechteckige Wohnblocks, in denen 1 Million Menschen leben. Babylon, ein urbaner Superlativ. Die Israeliten sind im Machtzentrum der damaligen Welt angekommen. Ein schlimmes Los? In Wirklichkeit dürfen sich die Zwangsumgesiedelten frei bewegen und gehen sogar ihren erlernten Berufen nach. Aber die Stadt, in die es sie verschlagen hat, ist so ganz anders als das bescheidene Bergnest Jerusalem. Mondän, freizügig, voller Verlockungen, die es in der Heimat nicht gibt. Werden sie davon abgestoßen? Oder geschieht das Gegenteil? Vergessen sie in den Gassen Babylons, wer sie waren und woher sie kamen? Für mich ist der Untergang Jerusalems und das babylonische Exil ein Experiment der Weltgeschichte. Wie eine Versuchsanordnung in einer Art Geschichtslabor, bei der man vorher nicht weiß, was herauskommt. Man muss sich das vorstellen. Jerusalem ist zerstört. Der Tempel existiert nicht mehr. Das Königtum ist ausgelöscht und das Volk verschleppt. Was geschieht jetzt? Und das ist das erstaunliche Ergebnis. Gegen jede Wahrscheinlichkeit gelingt es den Israeliten im Exil, ihre Identität zu behaupten. Und so bewahren sie ihre Eigenart. Sie schreiben. Sie schreiben ihre Erinnerungen auf. Sie verfassen die Geschichte ihres Volkes, damit sie nicht vergessen wird. Sie beginnen das Werk, das einmal die Bibel wird. Worte als Ersatz für die verlorene Heimat. Eine Paradoxie der Geschichte. Die Katastrophe des Exils wird zum zündenden Funken für das Buch, das die Welt verändert. Die Bibel. Ein Werk der Abgrenzung gegen die fremde Kultur Babylons und gegen ihre Bewohner, von denen eine merkwürdige Geschichte erzählt wird. Sie bauen einen Turm, der bis in den Himmel wächst. Und Gott bestraft sie dafür. Der Turmbau zu Babel. So hat ihn sich der Maler Peter Bruegel vorgestellt im 16. Jahrhundert. Ein gigantischer Turm, der bis in den Himmel wächst. Ein hinreißendes Bild. Die Botschaft der Geschichte ist zeitlos. Bis heute ist der Turm zu Babel ein Symbol für menschlichen Größenwahn. Für das Streben über alle Grenzen hinaus, für die Verführung, die bei den Menschen immer darin besteht, dass sie glauben, alles zu können.
Ein Thema, das immer aktuell bleibt. Die Bibel siedelt die Geschichte in einer grauen Vorzeit an, direkt nach der Sintflut. Alles bloß Legende? Wie bei der großen Flut steckt auch in dieser Erzählung ein wahrer Kern. Vor 2500 Jahren entstand in Babylon ein gigantisches Bauwerk. Selbst aus dem Weltraum sind seine Reste noch zu erkennen. Das quadratische Fundament einer Tempelpyramide, des Turms zu Babel. Die Stürme der Geschichte haben es vollständig vom Erdboden getilgt. Jahrhundertelang wurde das Gebäude als Steinbruch benutzt. Was einst ein mächtiger Turm war, ist heute nur noch ein sumpfiges Loch im Boden. Doch selbst aus den spärlichen Resten gelang es den Forschern, den gewaltigen Bau zu rekonstruieren. Eine Stufenpyramide, gekrönt von einem Tempel des babylonischen Stadtgottes Marduk. 70 Meter hoch, ein Wolkenkratzer zu Ehren Gottes. Aber die Bibel erzählt etwas anderes. Die Geschichte von Menschen, die einen Turm in den Himmel bauen, um sich selbst zu Göttern zu machen. Diese Geschichte enthält eine Kritik an dem, was eine andere Religion oder ihre Vertreter tun. Sie stammt von einer Minderheit, vielleicht sogar von einer Minderheit von Juden Babylonien, die das da gesehen haben, sich mit dieser Geschichte von diesem Ansinnen distanziert haben. Nicht auszuschließen, dass die verschleppten Handwerker aus Jerusalem an dem Turm zu Ehren des babylonischen Gottes sogar mitgebaut haben. Denn er entstand während der Zeit des Exils. Aber die Bibel deutet diese Erfahrungen um. Aus einem frommen Werk wird ein gottloses. Die mächtigen Babylonier und ihre prächtige Metropole, sie sind der Inbegriff von allem Schlechten. Das ist auch die Überzeugung von Männern, die die Bibel Propheten nennt. Wortgewaltige Prediger wie Ezechiel. Er warnt die Israeliten vor der Verführungskraft Babylons. Ein Kampf, der immer schwieriger wird, je länger das Exil dauert. Denn es wachsen neue Generationen heran, die Jerusalem nur noch vom Hörensagen her kennen. Ezechiel beschwört in glühenden Worten die verlorene Heimat und malt Visionen von der Herrlichkeit der Rückkehr aus. Aber für wie viele besaß der Name Jerusalem überhaupt noch einen sehnsuchtsvollen Klang? An den Flüssen von Babylon saßen wir und weinten, wenn wir an Jerusalem dachten, heißt es in einem berühmten Vers aus dem Psalmen. War es so? Wie muss man sich das Exil vorstellen? Die Israeliten waren auch nicht anders als Menschen von heute, die es in die Fremde verschlägt. Die einen grenzen sich völlig ab, halten streng an der eigenen Sprache und Kultur fest. Und andere verhalten sich genau entgegengesetzt. Sie passen sich an, lernen die Landessprache, heiraten Einheimische und sind bald nicht mehr als Ausländer zu erkennen. So verhalten sich Menschen in der Fremde, heute wie damals. Und irgendwann kommt dann die große Frage, was tun, wenn sich die Gelegenheit bietet, zurückzukehren? Für die Israeliten im Exil bot sich diese Gelegenheit. 539 vor Christus betritt eine neue Weltmacht die Bühne der biblischen Geschichte. Die Perser und ihre mächtigen Großkönige. In wenigen Jahren überrollen sie den gesamten Orient und erobern Babylon. Ein Schlüsselereignis. Denn der persische König Kyros erlaubt den Israeliten, in die Heimat zurückzukehren. Zu Tausenden, so erzählt die Bibel, packen Familien ihre Bündel und ziehen nach Westen. 48 Jahre sind seit der Verschleppung vergangen. Was bewegt die Menschen, die Pracht Babylons gegen die zerstörte Provinzstadt Jerusalem zu tauschen? Ich vergleiche das auch so ein bisschen mit heutigen Bewegungen. Die Juden, die aus Amerika nach Palästina zurückkehren, sind
in erster Linie religiös Hochmotivierte. Nicht wer weniger motiviert ist, der macht sich nicht diese Mühe. Schon gar nicht, um auf Dauer dann in diesem doch relativ kärglichen Land Israel zu leben. Aber waren auch damals alle Israeliten so hoch motiviert? Keilschrifttafeln aus dem Archiv der Universität von Pennsylvania geben eine überraschende Antwort auf die Frage. Die Dokumente einer babylonischen Händlerfamilie enthalten Verträge und Korrespondenzen aus einer Zeit weit über 100 Jahre nach dem Ende des Exils. Die Aufzeichnungen offenbaren eine erstaunliche Tatsache. Dutzende der Geschäftspartner der Babylonier tragen jüdische Familiennamen. Einige der Familien besaßen offenbar viel Land. Andere arbeiteten für die persische Verwaltung als Steuerbeamte. Dann gab es auch welche, denen ging es offenbar nicht so gut. Sie hatten Schulden. Das heißt, die Tafeln zeigen, dass jüdische Familien im gesamten gesellschaftlichen Spektrum zu finden waren. Von reich bis arm, aber in jeder Hinsicht wie die anderen Bürger Babylons. Sie waren in der Fremde geblieben und suchten dort ihr Glück. Seit damals hat das Volk der Bibel mehr als eine Heimat. Die anderen aber, die nach Jerusalem zurückkehren, haben einen großen Traum, den Wiederaufbau des Tempels. Nach Jahren ist es endlich soweit. Das neue Gotteshaus Jahwes wird feierlich eingeweiht. Der Tempel hat seinen alten Glanz zurück. Hier will ich für immer meinen Namen ruhen lassen, spricht Gott in der Bibel. Und eine Zeit lang sieht es so aus, als sollte diese Prophezeiung in Erfüllung gehen. Doch Epochen des Friedens waren immer schon selten in Jerusalem. Alexander der Große betritt die Bühne der Geschichte. In nur zwei Jahrzehnten verändert er das Gesicht der Welt. Von seiner Heimat Mazedonien aus überrollt er in einem beispiellosen Siegeszug das persische Imperium, den gesamten Nahen Osten und Ägypten. Jetzt herrschen Griechen im Land der Bibel. Die Nachfolger Alexanders bauen Paläste in Israel und drücken dem Land ihren Stempel auf, den Stempel des Hellenismus. Eine Zivilisation, wie sie Israel bis dahin noch nicht gesehen hat. Fremd und faszinierend. Die neuen Herren feiern die Nacktheit des menschlichen Körpers. Und sie bringen eine bisher ungekannte Mode mit. Sport. Und bald, so schreibt die Bibel, ergreift diese neue Mode auch die Einwohner Jerusalems. In Sichtweite des Tempels werden Wagenrennen ausgetragen. Vor allem die besseren Kreise fühlen sich vom Hellenismus angezogen. Aber was für die einen mondän, weltoffen, up-to-date ist, ist für die anderen ein Skandal. Die griechische Nacktheit, die griechische Liberalität, die griechische Homosexualität, alles Dinge, auch der griechische Atheismus, das gibt es ja auch. Das sind Dinge, die natürlich also für die Frommen, für die Strengen also untragbar waren und geglaubt haben, wer mit diesen Leuten paktiert, der ist des Teufels. Kein Pakt mit den Griechen. Das fordern Männer, die sich Chassidim, die Frommen, nennen. Ein Riss geht durch die jüdische Gesellschaft. Das Establishment Jerusalems ruft sogar die fremden Machthaber gegen die Chassidim zu Hilfe. Aber gerade diese frommen Rebellen sind Schlüsselfiguren für die Überlieferung der Bibel. Ich denke, dass die Frömmigkeitsrichtung der antiken Juden, die wir chassidisch nennen, die Gruppe ist, die überhaupt erst die biblische Literatur als solche geschaffen hat. Gestützt natürlich auf ältere Überlieferungen. Aber ich denke, dass wir hier die Autoren im Blick haben. Das Erbe der Chassidim. Damals erhält der Text seine endgültige Gestalt, den Juden die Torah, das Gesetz, nennen. In die christliche Bibel ist er unter dem Namen die fünf Bücher Moses eingegangen. Bis heute ist die Torah der heiligste Text für strenggläubige Juden. Wörtlich befolgen sie alle Regeln, die darin formuliert sind. Und weil Gott dort spricht, binde die Worte, die ich dir gebiete, zum Zeichen an deine Hand,
tragen die frommen Männer beim Gebet die Tefillin, die Gebetsriemen, an denen Bibeltexte befestigt sind. Für diese Männer ist das ganze Leben Gottesdienst, wie für ihre Vorfahren, die frommen Rebellen aus der Zeit der Griechenherrschaft. Vor über 2000 Jahren spitzt sich die Lage in Jerusalem zu. Der Tempelberg und das Haus Gottes werden zum Schauplatz von Gewalt. Auf den Widerstand der Chassidim gegen die fremden Sitten reagieren die Machthaber mit Provokationen. König Antiochos lässt den Tempel in Jerusalem plündern und schänden. Er schleppte die heiligen Gefäße, die goldenen Leuchter, den goldenen Altar und die Weihrauchfässer fort. Und an der Stelle des Altars ließ der König einen anderen errichten und schlachtete Schweine auf demselben. So beschreibt der jüdische Historiker Flavius Josephus das Sakrileg. Eine düstere Zeit, eine Zeit der Unterdrückung und Verfolgung des Glaubens hat begonnen. Eine Epoche, die einen ganz besonderen Niederschlag in der Bibel gefunden hat. Damals verfasste ein frommer Schreiber in Jerusalem einen rätselhaften Text. Unter dem Titel „Das Buch Daniel“ wurde er später in die Bibel aufgenommen. Eine dramatische Geschichte, die in die Vergangenheit zurückführt, an den Hof von Babylon. Das Buch Daniel erzählt von einer rauschenden Feier im Palast des Königs Belsazar. Der Wein steigt dem Herrscher zu Kopf. Er lässt seine Gäste aus den geraubten Gefäßen des Jerusalemer Tempels trinken. Für diesen Frevel bestraft ihn Gott. Unheimliches geschieht. Auf der Palastwand erscheint eine Flammenschrift. Der König ist zu Tode erschrocken. Mene Tekel Upharsim, schreibt die Geisterhand. Der jüdische Prophet Daniel deutet dem König die rätselhaften Worte. Gewogen und zu leicht befunden, lautet der Satz. Das heißt, der Gott der Juden wird den König Babylons vernichten. Noch in derselben Nacht, erzählt die Bibel, wird Belsazar von seinen Dienern ermordet. Andere Passagen des Buchs Daniel sind noch unheimlicher. Nach einer Abfolge von 7 Reichen, heißt es, geht die Welt unter. Der Weltuntergang. Verrät die Bibel sein Datum, wenn man sie nur richtig interpretiert? Bis heute gibt es religiöse Sekten, die glauben, mit Hilfe des Buches Daniel das Ende von allem, die Apokalypse, berechnen zu können. Ein Irrtum, der den Sinn der Botschaft missversteht. Der Denkfehler heutiger apokalyptischer Sekten besteht meines Erachtens darin, dass hier eine partielle Perspektive, die für einen bestimmten antiken Augenblick, nämlich erste Hälfte des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts, für das Judentum galt, universalisiert wird, als die gesamte Geschichte der Menschheit auch heute noch betreffend einfach übertragen wird. Die schrecklichen Visionen vom Ende der Welt und dem Gericht Gottes sollten in Wirklichkeit den Menschen ihrer Zeit Hoffnung machen. Hoffnung auf das Ende der verhassten Herrschaft der Griechen. Mit unserer Welt hat das nichts zu tun. Das Datum des Weltuntergangs, es muss für immer ein Geheimnis bleiben. Die Bibel verrät es jedenfalls nicht. Allerdings wissen Sie, dass man tatsächlich mit der Bibel rechnen kann? Und das wird von jüdischen Rabbis bis heute getan. Aber nicht, um die Zukunft vorauszusagen, sondern als Form religiöser Meditation. Gematria nennt man dieses fromme Zahlenspiel. Man kann nämlich den Text der Bibel als eine endlose Folge von Zahlen lesen. Denn die Schreiber der Bibel verwendeten anstelle von Zahlen eben die Buchstaben des hebräischen Alphabets. Ein Rechenbeispiel. Das Wort Achat, der eine, besteht aus den Zahlen 4, 8 und 1. Die Quersumme ergibt 13. Das Wort Ahava, Liebe, hat ebenfalls die Quersumme 13.
Zusammen ergeben die beiden Summen 26 und das ist die Zahl Gottes. Jahwe, Gott. Das ist das Ergebnis der Rechnung. Die Zahlen verraten tatsächlich neue Zusammenhänge und Beziehungen zwischen den Worten. Wie man sieht, kann man immer wieder neue Dinge in der Bibel entdecken. Aber um ein Haar wäre das Buch der Bücher den Katastrophen zum Opfer gefallen, die vor über 2000 Jahren Israel erschütterten. Denn der griechische König Antiochos startet 167 vor Christus einen Generalangriff auf die jüdische Religion. Der Glaube der Bibel, er fordert seine ersten Märtyrer. Familien, die ihre Kinder beschneiden lassen oder den Sabbat halten, lässt der Tyrann ermorden. Ein gewaltiger Zorn lag auf Israel, schreibt ein jüdischer Historiker. Ein Zorn, der sich in einem Gewaltakt entlädt. Ein Mann mit Namen Mattathias sticht einen Juden nieder, der das von den Griechen geforderte Staatsopfer leisten will, und tötet auch den Regierungsbeamten. Der blutige Auftritt des Mattathias sollte zum Signal für die Revolte werden. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich die Nachricht von der Heldentat. Gesetzestreue Juden werden zu Rebellen. Nach dem Tod des Anführers Mattathias übernimmt sein Sohn Judas das Kommando über die Aufständischen. Er macht aus einer Schar schlecht bewaffneter Freischärler eine schlagkräftige Armee. In erbitterten Kämpfen gelingt es ihm, Israel vom Joch der fremden Herren zu befreien. Nach Jahrhunderten der Fremdherrschaft werden Juden auf den Thron Israels zurückkehren. Judas, genannt Makkabäus, der Hammer, eine Schlüsselfigur der biblischen Geschichte. Hätte es ihn nicht gegeben, dann hätte es das Judentum wahrscheinlich in der Form, wie es sich weiterentwickelt hat, nicht gegeben. Und es hätte dann auch kein Christentum gegeben. Insofern hat er eine ganz große Bedeutung gehabt. Ohne ihn wäre die Welt eine andere geworden. Durch den Sieg des Judas Makkabäus kehrt der Kult des einen Gottes nach Jerusalem zurück. Damals stiftet der siegreiche Freiheitskämpfer eine neue Menorah, einen siebenarmigen Leuchter für den Tempel. Fromme Juden gedenken dieses Ereignisses alljährlich im November beim Lichtfest Hanukkah. Die Erinnerung an eine glänzende Epoche, die große Zeit der wiedergewonnenen Selbstständigkeit. Ein Leuchter in Gestalt eines Baumes mit sieben Ästen, ähnlich wie die Menorah. Die sieben Arme erinnert an die sieben Tage, die Gott für die Schöpfung brauchte. Ein religiöses Symbol des Lebens und ein politisches Symbol für den Willen zum Überleben. Ein Jahrhundert lang werden die Makkabäer unter dem Zeichen der Menorah über Israel regieren. Dann verändert sich die Welt grundlegend. Rom, die neue Großmacht, übernimmt die Herrschaft über das gelobte Land. Und kurz darauf erscheint der Mann, der die Welt wirklich veränderte. Jesus Christus. Damit beginnt auch ein völlig neues Kapitel der Bibel.
Freitag, 7. April des Jahres 30. Ein Mann wird hingerichtet. Sein Name? Jesus von Nazareth. Unvorstellbar grausam ist seine Strafe. Doch für römische Soldaten Routine. Aber was hier passiert, wird die Welt verändern. Die Geschichte von Jesu Leben, Sterben und Auferstehung rückt die Bibel ins Zentrum ihrer Überlieferung. Rätselhaftes Phänomen. Dieses Folterwerkzeug der Römer, an dem Jesus elendig starb, wurde zum Symbol der größten Weltreligion. Und er, der unter den schrecklichsten Qualen an dieser Marter zugrunde ging, wurde durch seinen Tod zu einem leuchtenden Idol. Fast 2 Milliarden Menschen bekennen sich heute zum Glauben an Jesus Christus. Das ist gut ein Drittel der Menschheit. Man verehrt ihn als den Sohn Gottes. Aber sah er sich selbst jemals so? Dieser jüdische Wanderprediger aus dem Provinznest Nazareth? Wer war dieser 30-Jährige? War er ein Prophet, ein Wunderheiler, ein Magier? Ein Rebell oder wie wir heute sagen würden, ein Aussteiger? Oder war er wirklich der Retter aller Menschen? Die Bibel erzählt, dass Jesus hier am See Genezareth lebte, in der Landschaft von Galiläa. Es ist die Welt einfacher Menschen. Von ihren Bauten haben nur die wenigsten 2000 Jahre überdauert. Eine Region weit ab von den Metropolen der damaligen Zeit und doch mittendrin im politischen Geschehen. Denn die Heimat von Jesus ist Teil des römischen Imperiums, Teil eines Weltreichs, das von einem Punkt aus regiert wird, vom mehr als 2000 Kilometer entfernten Rom. Das Rom der Kaiserzeit, Inbegriff von herrschaftlichem Glanz und militärischer Stärke. Die Eroberungen, die von hier ausgingen, hatten in Jahrhunderten das größte Reich der Antike geschmiedet. Und eine Politik der Härte hielt den gewaltigen Vielvölkerstaat zusammen, der sich in imperialen Gebäuden feierte. Die Römer haben es verstanden, alle Völker in ihrem Machtbereich zu integrieren. Alle haben das akzeptiert. Auch die Juden großenteils. Dennoch gibt es in Palästina eine resistente Gruppe, die die Römer nicht haben integrieren können. Und zwar sind das die eigentlichen Frommen, die von Zeit zu Zeit eben immer wieder an das Erscheinen des Messias geglaubt haben. Der Messias, der Gesandte des Himmels, der kommt, um das jüdische Volk zu befreien und das Reich Gottes in Jerusalem zu errichten. Eine religiöse, eine politische Vision. Hoffnung auf die Erlösung vom römischen Joch. Sehnsucht nach Freiheit lässt die Unterdrückten zu den Waffen greifen. Doch die Römer ersticken jedes politische Aufbegehren im Keim. Jerusalem zur Zeit Jesu, eine Stadt in permanentem Ausnahmezustand. Regiert wird Palästina, die Heimat Jesu, von der Hafenstadt Caesarea aus. Mit den römischen Statthaltern zieht eine fremde Kultur ein. Sie verändert das Gesicht des Landes von Grund auf. Wir haben auch eine Umbruchszeit in Bezug auf die wirtschaftlichen, sozialen Bedingungen.
langsam entwickelte sich eine Lücke oder ein Bruch zwischen den ärmeren und den reicheren Schichten. Die Bibel spiegelt dieses Verhältnis sehr genau. Sie berichtet von den armen Menschen aus Galiläa und ihrem harten Dasein. Die Bilder, die sie in ihrer Sprache benutzt, entstammen diesem schlichten Leben. Der Halm, der im Wind weht, das Korn für das tägliche Brot, die gute und die schlechte Ernte. Eine bescheidene Welt, keine, die eine große Karriere verspricht. Es ist eine Welt von einfachen Bauern und Handwerkern, in der Jesus aufwächst. In einer ganz gewöhnlichen Familie, wie tausend andere? Die Frage, ob Jesus Geschwister hatte, kann man nun nach heutiger Sicht wieder trennen zwischen Voll- und Halbgeschwistern, was im damaligen Sprachgebrauch nicht unterschieden wurde. Von daher also ist es denkbar, und manche Interpreten gehen diesen Weg, dass Josef Witwer war mit Söhnen und Töchtern aus einer ersten Ehe, bevor er Maria heiratete. Dann wären diese Kinder Halbgeschwister Jesu, aber nach jüdischem Recht Vollgeschwister. Eine Trennung fand nicht statt, und so können die Texte völlig unbefangen von Geschwistern reden. Die Bibel nennt die Brüder sogar mit Namen. Jakob, Josef, Judas und Simon heißen sie. Josef, der Stiefvater Jesu, ist Handwerker, ein Zimmermann. Und wahrscheinlich hat auch Jesus diesen Beruf erlernt. Von seiner Mutter aber erzählt die Bibel eine außergewöhnliche Geschichte. Sie soll Jesus als Jungfrau empfangen und geboren haben. Eine bis heute für manche Christen umstrittene Überlieferung. Ich bin immer der Meinung, man soll die Bibel ernst nehmen und aber auch genau hinschauen. Wenn man genau hinschaut, so fällt auf, erstens, dass die ganze hebräische Bibel von keiner Jungfrau redet. Das heißt da eben nicht, die Jungfrau soll gebären, sondern eine junge Frau soll gebären. Alma auf Hebräisch. Ich habe nicht das geringste etwas gegen dieses Ursymbol. Das bedeutet natürlich was. Aber man sollte es nicht als biologisches Faktum nehmen. Die jungfräuliche Geburt, nur ein Fehler in der Übersetzung? Oder eines der Mysterien der Bibel? Und Maria gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. So erzählt es der Evangelist Lukas. Die Geburt in Bethlehem ist eine der schönsten biblischen Geschichten. Und der Grund dafür, warum wir jedes Jahr Weihnachten feiern. Diese Szene kennen wir alle, das Jesuskind in der Krippe und drumherum neben Josef und Maria, die Hirten und die Kuh und der Esel. Und dann sind da noch drei weitere Zeugen. Sie sind sozusagen Ausländer, sie kommen von weit her. Die geheimnisvollen drei Könige oder die drei Weisen aus dem Morgenland. Ein Stern habe sie nach Bethlehem geleitet. So erzählt die Bibel. Wirklichkeit oder Legende? Die Wissenschaftler haben versucht, mit modernen Methoden der alten Geschichte auf den Grund zu gehen. Nach biblischer Überlieferung hat ein geheimnisvoller Stern den Weg nach Bethlehem gewiesen. Astronomen können heute die Planetenkonstellationen zur Zeit Jesu rekonstruieren. Exakt am 12. November des Jahres 7 vor Christus, das beweist der Blick in die Vergangenheit des Sternenhimmels, gab es wirklich eine ungewöhnliche Himmelserscheinung. Eine erstaunliche Übereinstimmung mit Aufzeichnungen aus dem alten Babylon. Moderne Lasertechnik hilft, die Botschaften der Keilschrifttafeln zu entschlüsseln. Die Texte beweisen, sogar die sternenkundigen Babylonier berechneten die Himmelserscheinung voraus,
die im Jahr 7 vor Christus über Palästina dann tatsächlich zu sehen war. Wurde Jesus also in Wirklichkeit 7 Jahre früher geboren? Oder hat man das spektakuläre Sternenleuchten erst später mit der Geburt Jesu in Verbindung gebracht? Der Stern von Bethlehem ist eine Fiktion. Ich kann zeigen, dass der neue Politiker, der neue König, der neue Herrscher, wenn er auftritt, immer wieder mit einem aufgehenden Stern verglichen wird. Das geht mit den Pharaonen los und hört mit Mao Zedong auf. Und von daher ist es gar kein Wunder, dass eben auch Jesus als der neugeborene König der Juden mit dem aufgehenden Stern identifiziert wird. Weise Männer aus dem Morgenland, so berichtet die Bibel, seien zum Geburtsort Jesu gezogen. Spätere Legenden haben daraus 3 Könige gemacht und ihnen die Namen Kaspar, Melchior und Balthasar gegeben. Ihr Ziel hieß Bethlehem. Wo heute eine moderne Stadt steht, weideten vor 2000 Jahren Schafe. Nach der Bibel kam Jesus hier in einem Stall zur Welt. Eine kleine Grotte verehren Christen noch heute als den Platz, an dem Maria ihr Kind gebar, als sie vor 2000 Jahren nach langer Fußreise hier ankam. Wir wissen aus Texten aus der damaligen Zeit, dass man durchaus zur Steuerfestsetzung an seinen Geburtsort gehen musste. Also dieser Erzählzug in den Evangelien passt durchaus zusammen mit dem, was man aus der damaligen Welt gekannt hat. Aber die Bibel erzählt noch eine spannende Parallelgeschichte, in der es um Verfolgung und Mord geht. Sie handelt von König Herodes, dem gefährlichen Gegenspieler Jesu. In die Geschichte ist der jüdische König als einer der größten Bauherren der Antike eingegangen. Seine Visionen von einem glanzvollen Jerusalem setzt er in die Tat um. Er lässt auf dem Areal des alten Tempels einen neuen errichten, größer als die Bauten seiner Vorgänger. Das Gotteshaus galt den Zeitgenossen als eines der prachtvollsten Gebäude der antiken Welt. Nur das mächtige Fundament hat die Zeiten überdauert. Eindrucksvolles Zeugnis eines Herrschers, der sich mit allen Mitteln beliebt machen wollte. Er war nicht von vornherein gebürtiger Jude und hatte daher auch große Schwierigkeiten, einfach um Anerkennung als König zu kämpfen. Und ich denke, der ganze Tempelbau und sein sonstiges Verhalten sollte auch eben seinen Anspruch, ein ebenbürtiger und glaubwürdiger König zu sein, entsprechend unterstreichen. Auf der anderen Seite war er aber auch ein König, der seine Herrschaftsansprüche mit ziemlich großer Brutalität durchzusetzen versucht hat. Herodes, ein Mann, der seine Brutalität mit Geschenken versüßt, sogar mit einem Tempel. Doch das Volk kann er damit nicht kaufen. Überall sieht er Menschen, die ihm nach dem Leben trachten. Mehr und mehr leidet er an Verfolgungswahn. Er beginnt, gegen seine Feinde zu wüten, auch gegen die, die er sich nur einbildet. Mariamne, eine seiner Ehefrauen, lässt er in einem Honigfass ertränken. Und er schreckt auch nicht davor zurück, seine eigenen Söhne zu ermorden. Die Erinnerung an die schrecklichen Exzesse hat auch die Bibel bewahrt. Die Erinnerung an hinterhältige Morde bei Nacht und Nebel und an eine besonders abscheuliche Tat. Als man ihm die Geburt Jesu, des neuen Königs der Juden, prophezeit, befiehlt er, alle Neugeborenen in Bethlehem zu töten. Der berüchtigte Kindermord von Bethlehem. Herodes, ein blindwütiger Massenmörder? Ein spektakulärer Fund in der Hafenstadt Aschkelon an der israelischen Mittelmeerküste gibt eine überraschende Antwort auf die Frage. Aschkelon war zu Zeiten Jesu einer der wichtigsten Häfen Palästinas. Die antike Kaimauer ist längst ein Raub der Gezeiten geworden. Aber hinter den ehemaligen Hafenanlagen blieben die Fundamente der Häuser erhalten. Hier machten Archäologen vor wenigen Jahren eine grausige Entdeckung. In einer Grube inmitten des Wohnviertels fanden sie Hunderte von Babyknochen. Wie Gerichtsmediziner feststellten, fast ausschließlich von Jungen unter 2 Jahren. Ermordet.
Man fand die Skelette, konnte sie auf die Zeit des Herodes datieren. Also ein nachgewiesenes, archäologisch nachgewiesenes Kindermordereignis. Und so viel darf man also sagen, das verhält sich durchaus auch in der gleichen Zeit, parallel zu dem Kindermord von Bethlehem. Ob auch Bethlehem damals Schauplatz eines Kindermords war, ob König Herodes Jesus nachstellen ließ, lässt sich nicht beweisen. Aber der Mord an den Kindern von Aschkelon und die Brutalität, mit der Herodes regierte, machen die Legende zumindest glaubhaft. Wahrheit oder Legende? Das ist die Frage, die sich alle biblischen Geschichten gefallen lassen müssen. Und die Bibel hat doch recht, so lautete der Titel eines erfolgreichen Buches. Aber will die Bibel überhaupt recht haben? Es sind ja gläubige Menschen gewesen, die die Geschichte von Jesus aufgeschrieben haben. Und nach ihnen kamen noch viele, viele andere Christen. Sie alle haben an dem Bild, das man sich von Jesus macht, kräftig gefeilt. Die vielen Gesichter Jesu. So verschieden kann man sich Jesus vorstellen. Und alle diese Bilder haben nur eine einzige Grundlage. Die Berichte der gläubigen Jesus-Anhänger, so wie sie im Neuen Testament überliefert sind. Versucht man darüber hinaus historische Beweise zu finden, dann muss man lange suchen. Fast 100 Jahre hat es nach Christi Geburt gedauert, bis überhaupt ein nichtchristlicher Schriftsteller von Jesus Notiz genommen hat. Flavius Josephus hieß dieser Autor und was er schreibt, ist nicht gerade viel. Jesus war Vollbringer ungewöhnlicher Taten und Lehrer aller Menschen. Das ist alles reichlich mager. Man kann sich daher gut vorstellen, was es für die Bibelforscher bedeutet hat, als man vor gut 50 Jahren im Heiligen Land einen sensationellen Fund machte, der Licht ins Dunkel brachte. Sommer 1948. Ein Beduinenjunge in den Bergen am Toten Meer entdeckt den Eingang einer Höhle. Von Staub bedeckt lagern Gefäße darin. Sie enthalten uralte Schriften. Im Laufe der Jahre entdecken Archäologen noch hunderte solcher Texte. Als die Schriftrollen von Qumran sorgen sie seitdem für Diskussion. Ihren Namen erhielten sie von der nahegelegenen Siedlung Qumran. Hier wohnten, weit ab von den Städten, fromme Juden, Angehörige einer Sekte, die sich Essener nannten und ein Leben nach strengen religiösen Regeln führten. Die Schriften wurden, wie man heute weiß, von mehr als 500 Kopisten verfasst. Einzigartige Dokumente aus der Epoche Jesu. Durch ihre Entdeckung kann sich die Forschung ein genaues Bild von den Verhältnissen machen, unter denen das Christentum entstand. Es ist einer besonderen jüdischen Tradition zu verdanken, der extremen Wertschätzung heiliger Texte, dass diese Berichte aus der Epoche Jesu Jahrtausende überdauert haben. Die frommen Männer legten die Schriften in Tongefäße und lagerten sie anschließend in den trockenen Höhlen. Auf diese Weise konservierten sie die Schriftrollen von Qumran. Bis in unsere Tage. Direkte Bezüge zwischen dem frühen Christentum und Qumran gibt es meiner Meinung nach nicht. Aber sehr wohl ein großer Beitrag zum Verständnis des Kontextes, des jüdischen Umfeldes, in denen die ersten Christen sich bewegt haben und über die theologischen Themen, die auch damals in der Zeit ganz virulent gewesen sind. Themen wie die Taufe. Auch Jesus, so erzählen die Evangelien, geht zu einem Mann, dessen dramatische Predigt Hunderte anzieht. Johannes der Täufer. Die Menschen kommen zu ihm, weil sie das Ende der Welt erwarten und sich durch die rituelle Reinigung von den Sünden darauf vorbereiten wollen. Die Bibel beschreibt Johannes als Sonderling, der in der Wildnis lebt, sich in Felle kleidet und sich von Heuschrecken ernährt. Hier im Jordantal, gut 50 Kilometer östlich von Jerusalem, mitten in der Wüste, wird er zum Anziehungspunkt für die Desorientierten und Suchenden.
Die Evangelien nennen den Ort Bethanien jenseits des Jordan. Ein Platz, der heute in Jordanien liegt, unmittelbar an der israelischen Grenze. Hier sind Archäologen auf die Spuren einer Anlage aus der Zeit Jesu gestoßen. Die Funde lassen darauf schließen, dass hier tatsächlich die Stelle ist, an der Johannes einst die Gläubigen ins Wasser tauchte. Und wo auch Jesus ihn aufsuchte, diesen rebellischen Prediger, der alles andere als ein weltfremder Prophet war. Im Gegenteil, er mischt sich in das Geschäft der Mächtigen ein. Ja, er wagt es sogar, öffentlich den König zu kritisieren. Das ruft die Ordnungsmacht auf den Plan. Der Prediger wird verhaftet und abgeführt. Johannes der Täufer ist in Konflikt mit der Politik geraten. Wir haben ja ganz ähnliche, ja, fundamentalistische Bewegungen innerhalb der jüdischen Religion in dieser Zeit. Denken Sie an die Essener, denken Sie an die Qumran-Leute, denken Sie an die Therapeuten. Es gibt verschiedene Gruppen, zu denen auch Johannes der Täufer zu zählen ist. Und der macht halt nun den Fehler, dass er dem König also aus seiner Sicht die Wahrheit sagt. Und in dem Augenblick, wo ein Prophet sich in die Politik einmischt und dem König sagt, du hast die verkehrte Frau geheiratet, dann schlägt er natürlich zu. Seine Einmischung sollte Johannes den Kopf kosten. Er bezichtigt König Herodes der Blutschande, weil er eine Verwandte geheiratet hat. Eine schlimme Sünde und ein schwerer Vorwurf nach jüdischem Recht. Johannes war zu weit gegangen. Herodes reagiert prompt. Er schickt seine Häscher und lässt den gefährlichen Kritiker in seine Festung Machaerus bringen. Hier entscheidet sich das Schicksal Johannes des Täufers. Die schöne Salome will seinen Tod. Denn mit dem Vorwurf der Blutschande hat Johannes auch ihre Mutter, die Ehefrau des Herodes, beleidigt. Salome betört ihren Stiefvater mit einem Tanz, um ihren Rachewunsch zu erfüllen. In einer Schüssel bringt man ihr den abgeschlagenen Kopf des Mannes, den sie so sehr hasst. Schreckliches Ende eines mutigen Idealisten, der die religiöse Erneuerung wollte. Ich halte es für absolut plausibel, wenn man das vergleicht mit ähnlichen Geschichten bei römischen oder griechischen Geschichtsschreibern, wie es an so hellenisierten Höfen auch einfach abging, wenn man das modern sagen kann, kann ich mir das durchaus vorstellen, dass eben die Favoritin oder eine Bekannte des Herrschers einen Wunsch frei hatte und dann eben gerade derjenige, der einem so auf den Nerven fällt, dann glauben muss. Das halte ich für durchaus wahrscheinlich. Abgesehen davon ist es eine unglaublich packend erzählte Geschichte. Die Ermordung des prominenten Predigers verschärft das politische Klima. Die Welt der Evangelien, sie war alles andere als friedlich. Die Gesellschaft dieser Zeit steckt in einer tiefen Depression. Von Reformen redet hier längst niemand mehr. Viele Menschen erwarten den Messias, den Gesalbten, der das Ende der Welt einläutet. Es ist die große Stunde der Revolutionäre, der Propheten und vielleicht auch der Scharlatane. Wissenschaftler haben einmal genau nachgezählt. 9 Propheten, 7 Rebellen und 5 Erlösergestalten sind in dieser Zeit historisch auszumachen. Und zu allen späteren Zeiten sind ihnen weitere nachgefolgt. Bis in unsere Zeit. Das ist der vorläufig letzte jüdische Messias, Menachem Schneerson. Er starb in New York im Jahre 1994. Und das sind historische Filmaufnahmen von ihm. Seine Anhänger hielten ihn für den leibhaftigen Boten Gottes, mit dem eine neue Epoche beginnen sollte. Genau wie es einst die Jünger von Jesus glaubten. Das Reich Gottes sollte endgültig anbrechen. Wie kam es, dass Jesus so ungeheuer erfolgreich war, dass sein Wirken in die Gründung der größten Religion der Welt mündete? Das ist das große Rätsel der Geschichte. Jesus, der Mann aus Nazareth, der Wanderprediger, kommt zu den Menschen mit Botschaften, die alle verstehen.
Er benutzt die einfache Sprache des Volkes. Er ist ein Mann aus Galiläa. Fischer vom See Genezareth schließen sich ihm an. Sie werden seine Jünger und folgen ihm 2 Jahre lang auf allen seinen Wegen, bis zu seinem Tod. Weit waren diese Strecken nicht. Der Wirkungskreis Jesu, ein kleines Gebiet, Orte, die nur wenige Kilometer voneinander entfernt liegen. Die Synagoge von Kapernaum gehörte dazu. Archäologen haben das Gebäude, das noch lange nach Jesus als Gotteshaus diente, exakt rekonstruiert. Räume, durch die der Mann aus Nazareth vor 2000 Jahren gegangen ist. Jesus könnte sie noch mit eigenen Augen gesehen haben, die Synagoge von Kapernaum. Der jüdische Glaube, er ist sein Glaube. Zeit seines Lebens hat er dieses Erbe nie in Frage gestellt. Im Gegenteil. Er sucht die Synagogen auf, um Menschen den Glauben zu predigen, so wie er ihn versteht. Und seine Botschaft wird gehört. Sie trifft das Bedürfnis der Menschen nach Orientierung. Sie stillt Sehnsüchte. Das Erfolgsgeheimnis seiner Botschaft? Jesus kündigt den Anbruch einer neuen Zeit an. Das Ende der alten Welt, auf deren Trümmern das Reich Gottes errichtet werden wird. Eine Hoffnung, die damals viele Menschen hegen. Und noch etwas ist es, was die Menschen an Jesus fasziniert, was sie nachfolgen lässt. Sie trauen ihm zu, er könne mit Gott in direkte Verbindung treten. Er könnte die Brücke schlagen zwischen ihnen und Gott. Ein Mystiker? Ein Mystiker, ein jüdischer Mystiker in der damaligen Zeit, ist jemand, der durch besondere Versenkung und Techniken vor den göttlichen Thron gelangen kann, in eine jenseitige Welt, mit einer jenseitigen Welt Kontakt aufnehmen kann. Die Bibel berichtet, dass Jesus übernatürliche Kräfte besitzt. Er erweckt einen Toten mit Namen Lazarus wieder zum Leben. Und von noch anderen ungewöhnlichen Fähigkeiten wird erzählt. Auf einer Hochzeit verwandelt Jesus Wasser zu Wein. Die Bibel schildert Jesus als Mann, der die Stürme besänftigt, der auf dem Wasser geht, der Dämonen austreibt. Er war exorzistisch tätig und hat das beschrieben, ich treibe die Dämonen aus. Er hat also damals, in manchen Teilen der Welt auch noch heute, Krankheiten darauf zurückgeführt auf Dämonen. Und er trieb die Dämonen aus und heilte damit die Leute von den Krankheiten. Also er war ein Exorzist. Die vielen Facetten Jesu, sie haben alle etwas gemein. Sie stellen die bestehende Ordnung in Frage. Und Jesus, der Rebell, ist mutig. Er wagt sich nach Jerusalem, in das jüdische Machtzentrum. In seinen Augen ist der Tempel, das Haus Gottes, entweiht. Kaufleute haben sich breit gemacht. Händler verdienen an Opfertieren, Geldwechsler an der Tempelsteuer. Es wird geschachert und gefeilscht. Jesus, so erzählt die Bibel, wird handgreiflich. Seine Attacke gegen die Geschäftemacherei ist vor allem ein Angriff gegen die mächtige Priesterschaft, die daran mitverdient. Ich denke, er war schon ein politischer Mensch. Vielleicht war auch das mit ein Grund, dass er wagte, da nach Jerusalem zu gehen, in die Schaltzentrale gewissermaßen des Judentums und wollte dort das Feuer des Gottesreichs anzünden. Vielleicht auch bewusst mit dem Risiko, dass man ihn dort nicht akzeptieren würde. Und so war es dann. Jesus kennt das Risiko. Er ahnt, dass er seine Mission mit dem Tode bezahlen wird. Ist das der Grund, warum er seine Jünger zu einem letzten Abendmahl versammelt? So jedenfalls schildert es die Bibel. Das letzte Abendmahl. Wohl eine der berühmtesten Szenen der Bibel. Viele Künstler haben sie dargestellt, auch der große Renaissance-Maler Leonardo da Vinci.
Ein Gemälde voller Geheimnisse. Besonders auffällig, einer der Männer, der Lieblingsjünger Johannes, hat weibliche Gesichtszüge. Wollte Leonardo damit andeuten, dieser Jünger sei in Wirklichkeit eine Frau gewesen? Vielleicht Maria Magdalena, die Sünderin. Ihr wird eine besondere Beziehung zu Jesus nachgesagt. Spekulationen darüber blühen in Filmen und Romanen. Jesus und Maria Magdalena. Eine tragische Liebesgeschichte? Die Grenzen einer Beziehung zwischen Mann und Frau, sofern sie nicht oder noch nicht verheiratet waren, waren im antiken Judentum sehr eng gesteckt. Und hätte Jesus oder hätten Maria Magdalena und Jesus das durchbrochen und aus diesem Verhältnis von Lehrer zu Schülerin etwas Intimeres gemacht, es muss ja nicht gleich nun bis in die letzten Konsequenzen gegangen sein, es hätten auch Andeutungen der Intimität ausgereicht, wäre das Ganze sofort zu einem Skandal geworden und die öffentliche Wirksamkeit Jesu wäre von der einen Stunde auf die andere beendet gewesen. Die Chronologie der letzten Tage und Stunden im Leben Jesu sind in der Bibel in allen Einzelheiten festgehalten. Ein Verrat besiegelt das Schicksal Jesu. Einer seiner Jünger mit Namen Judas hat sich von der etablierten Priesterschaft bestechen lassen. Sein Begrüßungskuss ist das Zeichen für die Häscher, wen sie verhaften sollen. Der Judaslohn ist sprichwörtlich geworden für einen bezahlten Verrat. Und der Verräter zum Inbegriff einer tragischen Figur. Aus Reue über seine hinterhältige Tat begeht er Selbstmord. Jesus lässt sich ohne Widerstand festnehmen. Hat er sich in sein Schicksal gefügt? Er muss das Ende, das ihn erwartet, vorausgesehen haben. Denn mit Menschen, die als Unruhestifter und Aufrührer angeklagt werden, macht man damals kurzen Prozess. Für die jüdischen Priester ist Jesus ein Gotteslästerer und einer, der ihre Autorität untergräbt. Auch die Bürger von Jerusalem fordern seinen Tod. Die römische Staatsmacht, so erzählt die Bibel, beugt sich dem Druck der Straße und verurteilt Jesus. Ein Justizmord. Oder ein rechtmäßiges Verfahren? Hatte Jesus nicht gegen römische Gesetze verstoßen? War es nicht geradezu die Pflicht des römischen Statthalters, einen möglichen blutigen Aufstand durch die Hinrichtung des Aufrührers im Keim zu ersticken? Nach der Lex Julia Majestatis, wenn man das verdeutschen will, müsste man sagen, nach dem Gesetz des Kaisers Augustus zur Wahrung der römischen Staatsautorität, reichte der Vorwurf, der gegen Jesus erhoben wurde, er wolle Messias, ins Griechische übersetzt Basileus, also König, König der Juden sein, vollkommen aus, um ihn zum Tode verurteilen zu lassen. Aber warum wäscht der Statthalter Pilatus seine Hände in Unschuld, wie die Bibel schreibt? Kamen ihm doch Zweifel an der Moral dieser Entscheidung? Die Spekulationen über Jesus sind oft kräftig ins Kraut geschossen. Das liegt hauptsächlich wohl daran, dass es außer der Bibel keinen einzigen handfesten Beweis für die Existenz Jesu gibt. Das heißt, vielleicht doch. Alles war eigentlich Routine. Der italienische Fotograf Secundo Pia machte ein Foto vom sogenannten Leichentuch von Turin. Der Überlieferung nach war das das Tuch, das den Leichnam Jesu nach der Kreuzigung bedeckt haben soll. Nun, auf dem Leichentuch selbst war mit bloßem Auge nicht viel zu erkennen. Als aber der Fotograf das kontrastreiche Negativ entwickelte, da kam die große Überraschung zutage. Ist das Gesicht Jesu, die Gestalt des Gekreuzigten? Viele Menschen glauben das. Und die Forscher haben alles daran gesetzt, herauszubekommen, ob dieser Beweis der Existenz Jesu wirklich hieb- und stichfest ist. Das Grabtuch von Turin.
Die Frage nach seiner Echtheit hält seit Jahrzehnten Forscher in Atem. Ist es eine raffinierte Fälschung des Mittelalters, wie manche Wissenschaftler nachzuweisen versuchten? Jüngste Untersuchungen sprechen eher für die Echtheit des Tuches. Denn vor zwei Jahrtausenden wurden wirklich solche Gewebe im Nahen Osten hergestellt. Das lässt sich am Webmuster und an der Art, wie die Textilien vernäht wurden, belegen. Israelische Forscher wollen es genauer wissen. Sie suchen nach mikroskopischen Spuren, die Hinweise auf den Entstehungsort des Tuches geben könnten. Winzige Partikel aus der Umwelt, die in das Gewebe eingedrungen sind. Und tatsächlich, zwischen den Fasern machen die Forscher eine sensationelle Entdeckung. Pollen, winzige Samenkapseln, biologische Fingerabdrücke, Identitätsnachweis einer bestimmten Gegend. Ich konnte eindeutig Pflanzen aus der Umgebung von Jerusalem nachweisen. Eine von ihnen, sie heißt Gundelia, haben wir an der rechten Schulter des Abdrucks von dem Mann auf dem Leichentuch gefunden. Eine andere entdeckten wir im Bereich des Brustkorbs. Sie heißt Zygophyllum und ist eine Pflanze, die am Toten Meer wächst. Die dritte fanden wir in der Nähe des linken Ohrs. Eine Steinrose, Cystus. Sie kommt bei Jerusalem und weiter westlich vor. Das Leichentuch von Turin, vielleicht der einzig erhaltene Gegenstand, der direkte Berührung mit Jesus hatte. Sollte es sich wirklich als echt erweisen, dann wären damit der Nachwelt tatsächlich die Gesichtszüge Jesu erhalten. Der Hunger nach Reliquien, nach anfassbaren Gegenständen von Jesus Christus, war besonders im wundergläubigen Mittelalter riesig groß. Natürlich war klar, von Jesus selbst konnte auf Erden nichts zurückgeblieben sein, denn er war ja dem Glauben nach leiblich in den Himmel entschwunden. Aber von allen Dingen, die er berührt hatte, wollten die Gläubigen möglichst viel sichern. Besonders von dem zentralen Ereignis, der Kreuzigung. Vom Kreuz, an dem Jesus hing, tauchten im Laufe der Jahrhunderte unzählige Splitter auf. Und mit den Nägeln, die Jesu durch Füße und Hände getrieben worden sein sollen, steht es genauso. Das Geschäft des frommen Betrugs florierte im Mittelalter. Und jede Menge Nägel und Holzsplitter zu fälschen, das war nun wirklich kein Problem. Schwieriger wäre es ohne Zweifel, so ein Kreuzesteil zu imitieren. Den sogenannten Titulus, oben am Kreuz, auf dem üblicherweise das Verbrechen eines Todeskandidaten angegeben war. Die Bibel beschreibt es sehr genau. Jesus von Nazareth, König der Juden, soll auf dem Schild gestanden haben. Vom Kreuz, das Jesus trug, ist nichts erhalten, was einer strengen wissenschaftlichen Prüfung standhält. Aber römischer Ordnungssinn hat für ein Dokument gesorgt, von dessen Echtheit einige Forscher überzeugt sind. Diese Holztafel wird in den antiken textlichen Quellen sehr früh und mehrfach erwähnt. Wo ist sie geblieben? Es hat sich inzwischen herausgestellt, dass ein Teil von drei Teilen sich noch heute in einer Kirche in Rom befindet, einer Kirche, die über dem ehemaligen Palast der Kaiserin Helena erbaut wurde im 4. Jahrhundert. Und Helena, die Mutter Konstantins des Großen, war es auch, die diese Holztafel in Jerusalem 328 nach Christus wiederentdeckte. In der römischen Kirche Santa Croce wird die Holztafel als Reliquie gehütet. Carsten Tiede ist fest davon überzeugt, Beweise gefunden zu haben, dass es sich nicht wie bei den meisten Reliquien um eine fromme Fälschung handelt. Sowohl die Beschaffenheit des Walnussholzes als auch die Anordnung des Textes sprechen für die Echtheit des Titulus. Hier aber haben wir nun nach den Methoden, mit denen man solche Gegenstände untersuchen kann, die Möglichkeit zu sagen, es ist ein echtes Objekt, das mit der Kreuzigung Jesu verbunden war. Und das macht es einzigartig im doppelten Sinne.
Zum einen, weil es so nah an Jesus im Augenblick seines Todes dran war, Zentimeter über seinem Kopf. Zum anderen aber, weil es bis in unsere Zeit erhalten geblieben ist. Auf dem Brett ist das Wort Nazareth in drei Sprachen eingeritzt. Der Schreiber beging dabei einen Fehler. Er schrieb Latein und Griechisch, wie Hebräisch, von rechts nach links. Ein Fälscher hätte das wohl kaum getan. Der Tag, an dem der unbekannte Schreiber die Inschrift einritzte, das war der Tag, an dem Jesus starb. Karfreitag. Es war der Tag, an dem eine neue Religion geboren wurde. Die Bibel, bis dahin die Heilige Schrift der Juden, wurde jetzt mit der Geschichte Jesu fortgeschrieben. Das Neue Testament entstand. Und mit ihm ein ganz neuer Glaube. Wer von diesen Menschen hätte damals vermuten können, dass dieser Glaube einmal zur größten Religion der Welt heranreifen würde? Mit dem Tod Christi war auch diese Geschichte der Bibel eigentlich zu Ende. Selbst die Jünger Jesu haben das zunächst geglaubt. Aber es ist etwas ganz Besonderes mit den Geschichten dieses Buches. Das Ende in der Bibel ist oft ein Anfang. So war es schon bei Adam und Eva, bei Noah oder bei Moses. Der Tod Jesu war in Wirklichkeit der Beginn einer neuen Weltreligion. Der Beginn der 2000-jährigen Geschichte des Christentums. Es ist schon faszinierend. Bereits vor fast 2000 Jahren wurden die letzten Kapitel der Bibel geschrieben. Aber ausgelesen wurde die Bibel bis heute nicht. Immer wieder kann man etwas Neues in den Seiten entdecken. Vielleicht ist die Bibel das einzige Buch, das niemals ein Ende hat.